So, bin auch wieder da. Nein, Grünzange. Dinges macht den Start. Oh, Vincent Gottwald, der gute Elvingo. Elvingo Schminko, oh oh. Schminko Bingo, ja. 20 Seconds. Okay, ich wurde angewispert, ohne dass irgendwas da durchgekommen ist. Stark. So, Test, Test, hört ihr mich? Ja. Yes, ja, laut und deutlich. Wunderbar. Dann mal los. So, ich bin jetzt auch live. Pünktlich zur großen Sause. 56,6 war die BB. Test, Test. Test bestanden. Jetzt ist es durchgekommen, ja. Vorhin war ja nur Whisper. Warum höre ich dich jetzt doppelt? Lass ich hätte kurz im Discord und Teamspeak. Teamspeak geredet gehabt. Ja, aber das sollst du lassen. Das klingt schrecklich, wenn du das tust. Nein, schon gut, ich weiß, wenn man. Hab gehört, also auch die Zuschauer, wenn man jemanden doppelt hört, soll es diese Nacht dann bedeutet, regnen, dass zum Fahrer gesprochen wird. Viel Erfolg und Spaß beim Rennen, Maga. Und wenn man jemanden nicht doppelt hört, dann eben nicht. Aber ich kann noch kurz gucken, dass ich bei Discord auch noch eine Taste belege für Muten. Also mir ist das gleich. Warte mal, ich kann ja so, glaube ich, machen, ne? Ah ja, perfekt, okay. Fühlt sich gut, Vince? Hm? Fühlt sich gut? Bin, also, ja, schon, ich hab Bock, aber ich bin ein bisschen angespannt. Ich hab so ein bisschen diese Silverstone im Kopf. Alles gut, aber ist nicht schlimm. Alles gut trainiert, war schnell. Kriegst du hin. Ja. Aber ich hab Bock. Das ist das Wichtigste. Konzentrier dich auf Fahren. TC hast du eingestellt, ABS hast du eingestellt. Ich habe halt erst alles eingestellt. Ich muss halt da nur Map 1 und meine Dinge wieder wechseln. Ich muss gar nur gucken, dass ich den Ding auf. Jo, danke euch. Pit Limiter, den ganzen Philippines hast du auch alles immer. Ja, ich drücke Pit Limiter, stelle ich aber dann kurz davor ein. Gut. Drücke ich ab. Ja, also hast du aber drin, ja? Es ist belegte Taste. Gut. Teamspeak hörst du auch alles, gehe ich von aus. Hm? Teamspeak hörst du alles. Laut ich höre die Reko habe ich gehört, ich höre dich. Chat hast du aus? Ich gucke jetzt halt nicht hin, ja. Gut. Auf den Geraden kann ich mir halt dann noch so ein paar Sachen bestellen, aber ansonsten. Elvingo, mein Süßer, good luck und viel Spaß beim Start. Du machst das Ding. Danke. Gegen wen fahre ich jetzt, wenn ich hier am Start gerade? Gegen Herrn Weber, Borchers und hinter dir ist Bitomski. Und William auf 5. Ach Gott, William. William ist sehr schnell Ferrari-Fahrer. Ja, das weiß ich. Das war ja noch eine Erinnerung. Sind alles ganz schnelle Fahrer, es wird wild. Denk an die Cuts. Wir fahren 24 Stunden. Jo. Schön geschmeidig. Mach nochmal Licht an vom Auto. Sehr gut. Okay, passt. Ansonsten mal ruhig heute. Schön entspannt losfahren. Ich dachte ja, auf P3 ist nichts entspannt mehr. Och, alles gut. Mach dir keinen Stress. Die Bremse gleich schön an beim Start. Dass du gut wegkommst. Denk an die erste Kurve. Nicht viel Platz. Der neben dir ist besser weggekommen. Yes. Gut. Aber ist noch geschmeidig, kommt nicht weg. Die Innenbahn kannst du behalten. Ja, jetzt zieh zurück, hast Platz. Vorsichtig. Ja, ist genug Platz jetzt.
Pass auf, nicht drauf fahren hinten. Sehr schön gemacht, gut weggekommen. Okay, danke für die Beschleunigung. Bisher sieht es sehr gut aus, was Vince macht. Kleine Touch-Only mit dem Weber gehabt, aber alles easy peasy, lemon squeezy. Du bist viel besser rausgekommen als der hinter dir. Kommst gut weg, gerade. Hast Platz. Oh, Fenster zählt sich ein, hat es hinten, hat es ein bisschen geknallt. Das ist nicht so gut. Kommt jetzt an. Gut rausgekommen. Gut, ich bin mute, aber bin da, ja? Ja, ja. Hat mich auf den Offenen, einfach, das beruhigt mich gut. Hab alles am Stessel hier. Oh, das war lieb, Leute. Also. Gut. Sehr aus der Serie. Mhm, Der Start war gut. Ja, clean. Clean und sauber gemacht. Von mir aus könnten die Wolken wieder ein bisschen aufziehen. Ist okay. Ich kann gerade. Was haben wir denn an Temperaturen aktuell? 34, naja. 34. Ja, relativ warm im Verhältnis, für das es doch so krass bewölkt ist. Also ich meine, da ist ja nirgendwo mehr blau hin. Nur noch Wolken. Ja. Willkommen in ACC-Wetter. ACC-Wetter macht immer übel Sinn. Servus, Multi. Schon wieder 46 Minuten 2 für eine Runde. Klingt nach PB. Safe. Just Hive, Dankeschön für 6 Monate, Maga. Die fahren alle Topspeed, die Ferraris, ne? Ja, die meisten, ja. Aber das kann uns trotzdem zum Vorteil kommen, gerade wenn wir dann den Reifen doppelt stehen müssen. Ja, Weltrekord. Ah, ja. Ja, der Knutscher war nicht so wild, denke ich. Was hören? Naja, klar, Touch alles. Ist normal. Stusen, bist du zufällig da und kannst du Vorhersage aufmachen gerade? Ich habe das eben gerade vergessen, ich kann gerade nicht raustappen. Das wäre super Premium. Glaube ich. Hallo. 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 Ja, das war mir gerade ein bisschen gerade zu wild. Im Teamspeak wurde gelabert, hier wurde gelabert, überall querbeet. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen auf technischer Seite ein bisschen schwierig. Hä? Ich war im Discord, glaube ich, gemutet, oder? Ja, ich habe im Discord. Ja, aber Remo wiederum nicht. Und dann war das gerade ein bisschen weird. So. Deswegen fände ich es cool, wenn wir uns ein bisschen das machen wir schon, drauf einigen. Das haben wir schon immer so gemacht, Ray. Ja, du hast es schon immer so gemacht. Nee. Ich nicht. Alle. Also. Nee, ich nicht. Achso, du nicht. Ja. Nee. Man gewöhnt sich dran.
Ja, weiß nicht. Also, okay, wenn das so bleibt, dann werde ich mich, glaube ich, eher. Nein, ach Quatsch. Alles gut. Ja, an sich finde ich es ja cool, aber wenn halt, ne, wenn einer da und der andere dort, dann irgendwann weiß man nicht mehr, woher die Stimmen kommen. Das war noch nicht verrückt, Ray. Wart mal ab, bis Michel und so nochmal mitfährt. Dann kriegst du auf jeden Fall einen reinkommen. Michel, der technische Profi. Ja, ist okay. Nein, alles gut. Mag ja die vorne machen, aber ganz schön Rabatz, Alter. Der Fefe vorne ist richtig heiß. Ja, man merkt halt auf jeden Fall, dass die anderen wirklich das Slowdown fürs Setup fahren. Ja, das wird sie aber kaputt machen, sobald es regnet und sie Reifendoubles sind müssen. Das wird sie dann richtig kaputt machen. Das ist jetzt am Anfang schön, aber das bringt denen auf lange Sicht gar nichts. Bei Regen gehe ich mit, bei auf lange Sicht nicht unbedingt. Es kommt drauf an halt, wie viel sie halt über die Hinterachse rutschen lassen. Tatsächlich. Aber ja, prinzipiell ist mehr Anpressdruck auch gut für die Reifen. Es ist so viel Anpressdruck, dass es für mehr Reibung sorgt. Das gibt es ja auch im Fall. Aber ich glaube, da wir nur einen Dreierflügel haben, haben wir die Sorge jetzt eher nicht. Nee, es ist auch nicht schlimm, dass aktuell. Vince, für dich mal ein kleines Update. Der hinter dir fährt ein bisschen schneller als du. Ja, ich weiß. Also lass dich da nicht bedrängeln und beirren. Die fahren halt alle das andere Setup. Ja, ich weiß, das ist okay. Mir schon klar. Ja, nur dass du es weißt. Ansonsten die vorne setzen sich halt sehr stabil ab gerade. Ansonsten sieht das gut aus. Fahr safe runter in den Stiefel, das läuft. Jetzt geht's auch in Le Mans los. Okay. Die haben anscheinend Verzögerung gehabt. Die haben extra auf uns gewartet. Ja, es gab da wohl einen LMP, der jetzt nicht mitfahrt am Anfang, weil den haben sie vergessen abzubocken. Keine Ahnung, was da passiert ist. Heute mit Facecam, ja. Aber die wäre fast der Grund gewesen, dass ich heute. Oder die ist der Grund gewesen, warum ich ein bisschen Stress jetzt hatte, weil die nicht funktioniert hat irgendwie. Keine Ahnung. Die funktioniert immer noch nicht. Richtig. Weil der Autofokus irgendwie nicht mehr will, deswegen habe ich jetzt auf manuellen Fokus umgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas in die Kamera halte, dann stellt das auf jeden Fall nicht scharf. Die Kamera finde ich eigentlich da, wo sie ist, eigentlich am geschicktesten, ehrlich gesagt. Also ich kann sie. Ja, ist halt alles ein bisschen doof. Aber ich probiere mal was aus. Wir machen die mal hier hin. Ein kleiner. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Boah, danke für den Follow. Jetzt so ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Was gut ist, ich kann hier locker meine Wasserflasche trinken. Das ist gut. Ja, so. Die fahren aber auch ganz andere Pace vorne gerade, die beiden. Hin und her schalten dann, ja, perfekt. Boah. Die zwei vorne, die haben richtig Bock. Ja, das, ich weiß nicht mehr, welches Team das ist, aber ich glaube, die gewinnen das auch da mit Radizi und so. Die sind jetzt aber erst auf 3. Schätze ich jetzt mal. Radici haben wir letztens auch besiegt in Suzuka. Okay. War nicht schwer. Oh, Remo, du Schwein. Ja, Entschuldigung, ich bin realistisch. Also gut, ja. Du Schwein, ey. Kommt drauf an, mit wem man natürlich noch zusammenfährt. Das ist natürlich jetzt auch hier ein Team-Event. Wen hat er denn noch? Ja, die waren aber gestern alle ganz gut bei denen. Tatsächlich. Fand ich zumindest, aber wenn Remo sagt, die können nichts, nee, dann ist das. Sie können nichts, aber ich bin schneller. Aber das hast du ja damit. Ja, eben. Wenn du schon schneller bist, also kann ja nicht mehr viel. Remo ist im Delirium, der ist krank, Alter. Da kickt einfach der Hustensaft gerade rein. Ja, ich glaube auch. Also. Da ist oben, unten und unten, oben und so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für einen Vorteil unser Setup hat. Keine Ahnung. Ich fand das andere okay. Wir haben uns jetzt halt im Team dazu entschlossen, das zu fahren. Es liegt halt ein bisschen höher.
Ja, nee, das Setup hier hat halt den Vorteil, also das Setup hier regelt halt quasi alles über harte Dämpfer, sagen wir es mal so. Das heißt, das Auto bleibt halt gerade beim Anbremsen relativ stabil und sonst ist es halt auch sehr wankresistent, nennen wir es mal so. Heißt aber auch, wenn du anfängst zu rutschen, dann, ja, bist du weg. So, das fängst du nicht mehr ein. Das andere Setup war halt, habe ich halt deutlich weicher, was die Dämpfer betrifft, abgestimmt. Sprich, der hat ein bisschen mehr getanzt, gerade beim Anbremsen. Wenn man das aber halten konnte, dann konnte man halt das Fahrzeug gerade in den Midturns und so weiter halt doch deutlich schneller umsetzen. Und man konnte ein bisschen früher ans Gas gehen, weil das einfach deutlich weicher war unten raus. Plus halt der wenige Flügel, mehr Topspeed. Ja, der Setup jetzt hier hat halt, wenn man es auf die Rundenzeiten runterbricht, muss man halt alles im letzten Sektor rausholen. Also ich habe mal am Freitag eben noch gestern, wo ich auf dem Server war mit dir, habe ich ein paar Sachen getestet, ein paar Zeiten verglichen. Und wenn ich da meine drei Besten mit dem alten Setup verglichen habe und die drei Besten mit dem Setup verglichen habe, war es halt so, dass ich alleine im letzten Sektor mit dem Setup jetzt 8 Zehntel gut gemacht habe, dafür aber halt so circa 8 bis 9 Zehntel in den ersten beiden Sektoren aber verloren habe. Jetzt kann man halt sagen, was man will. Auf die Runde gesehen macht es dann keinen Unterschied. Aber ja, da reden wir, wie du schon gesagt hast, sowieso mal nach dem Event drüber. Würde ich sagen. Ich hab das schon wieder vergessen. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Leute, die alleine fahren, das glaube ich nicht, ne. Das glaube ich eh verboten. Geht ja auch gar nicht wegen dem Qualifying-Format. Hab ich Dankeschön für 25 Monate, Mann. Und danke für deinen Einwand heute bei Twitter. Der erste Toyota ist schon am Sterben in Le Mans. Oh Gott. Die kriegen es aber auch nie hin, oder? Muss ich nach der Doppelrechts bei diesem Linksbogen weiter auf dem Exit warten? Oder warum kommt mir da der Arsch so quer? Warte, ich guck gleich mal kurz. Gerade nicht so drauf geachtet. Die Nummer 8 wurde gedreht von dem Blicken aus. Der Toyota. Ah, okay, deswegen. Mist. Ja, ich kann es leider jetzt nicht gucken, deswegen. Ja, wurde mir jetzt auch nur über den Streamchat mitgeteilt. Du bist zu doll, zu schnell. Danke und zu sehr eingelenkt. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. IC sicher, die Celo 77, die dritte 7 fehlt leider noch. Also du machst nach hinten, machst gut Platz. Du hast alles gut. Wenn du weiter so Pace fährst, hältst du das. Passt. Sieht gut aus. Pass ein bisschen auf die Reifen auf. Ich weiß, ist schwer. Mach mal ein bisschen. Natural. Okay. Aber ansonsten Pace ist prima. Pace ist wirklich super konstant. Sieht gut aus. I try to do my best. Yes, yes. It's alright. Also nach hinten hast du 3 Sekunden. Ganz entspannt. Ich glaube, diese war ja immer die Chase Cam, ne? Ich? Ja. Ja, me too. Ja, normalerweise nehme ich als gerne die Heli. Gerade wenn andere sowieso die Chase schon haben. Aber auf der Strecke geht's gerade gar nicht. Also ich fand's gerade richtig schlimm. Die ganze Strecke ist hässlich. Ich finde tatsächlich der Verlauf der Strecke gar nicht so schlecht. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass da statt Parkplatz-Feeling nebendran halt wirklich grün wäre. Also Wiese und so weiter. Ich glaube, dann wäre die Strecke eigentlich ganz okay. Weil vom Verlauf mag ich Paul Ricard tatsächlich mittlerweile sehr gerne. Egal, ob jetzt die Langstreckenvariante oder die F1-Variante. Paul Ricard ist eine super coole Strecke vom Layout her, vor allem gerade sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, optisch haben sie schon ein bisschen, naja. Ja, ja, wie gesagt, stellt man sich das jetzt einfach mal vor, dass halt den ersten blauen Streifen kann man ja noch lassen, so wie jetzt zum Beispiel das in Abu Dhabi ist oder sowas.
Nee, diese Dex-Kurve verliere ich am meisten Zeit. Das ist belastend gerade. Lass den mal einfach noch einen Meter laufen und dann kannst du rausbesteuern, Vince. Du bist immer ein bisschen vorm Apex und dann bist du noch im zu doll eingelenkt und dann gibst du Gas. Bisschen geschmeidiger. Lass dir Zeit, oder? Wie gesagt, es drängelt keiner, alles gut. Fahr Autosave durch und dann passt das. Nicht so eilig um Gas. Ja, Hobbits. Hey, danke für den Follow. Hobbits, das geht ja. Also, wenn ich Hardware ausprobiere, dann soll das ja auch vernünftig sein. Und wenn jemand was, also was wissen möchte, dann kann man dem das ja erfüllen. Ich habe bloß keine Bayer Dynamics. Also, ich hatte früher mal Bayer Dynamics. Daran kann ich das irgendwie so ein bisschen festmachen, denke ich. Aber wenn man dazu eine Frage hat, dann nö. Vorhersage ist ja ausgeglichen. Ja, das Rennen wird auch ganz schön wild, glaube ich. Weil wenn die, also gegen die anderen Ferraris, glaube ich, werden wir auf Dauer Schwierigkeiten haben, schätze ich. Also wenn die nicht Schnitzer reinzimmern. Die fahren uns auf den Geraden immer weg. Was zum... Ui. Fruchtiger, ich habe die, ich habe ein neues Headset von Corsair zugeschickt bekommen, um das auszuprobieren, das HS80. Und der gute Hobbits hat mich gefragt, ob man das mal vergleichen könnte mit den Bayer Dynamics vom Sound her. Und mal gucken, ob Vince ein bisschen ruhiger macht jetzt. Sehr gut. Sehr gut, war viel besser. Aber nicht schneller. Das ist egal, aber besser. Jetzt kannst du dich langsam reingerufen und dann Feuer. Ja, Regen, approved Fahrer, habe ich gehört. Tobias, ich grüße dich. Moin. Was geht? 55. Was? Mir ist alles gut, Tobias. Mir ist alles super, du. Vince struggelt ein bisschen, um auf Pace zu kommen. Also der hinter dir ist wirklich... Ja, ja, ich hab schon... Der ist ja 55 Eis gefahren. Ja, ja. Also mach ruhig, zieh einfach zurück. Tritt mal auf die Bremse kurz. Lass ihn laufen. Ja, außenrum ist halt... Ja, ich weiß. Aber lass ihn einfach durch. Sonst gibt's nur Gemenge, das ist scheiße. Sehr schön, so ist gut, prima. Das Laufen. Nice, sehr gut, schön gemacht. Alles gut, mach dir keinen Stress. Ruf dich ja, das war, hätte ich früher mal müssen, was haben wir jetzt auf Zeit gekostet. Ja, Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich, 23 Stunden geht es raus. Peace, Schubi. Moinsen, Magga. Knitterfreie Fahrt heute gewünscht. Alex, dankeschön für 28. Amunet, wir fahren Ferrari 2020, also ein Evo. 488. Aber der andere sieht nicht mehr so knitterfrei aus, der McLaren. Ja, Alex, das HS80 habe ich schon ein bisschen länger. Ich habe übrigens ein anderes Paket gekriegt von Corsair. Das HS80 habe ich schon eine Weile in Benutzung. Das habe ich schon ein, zwei Tage aufgehabt und ausprobiert. Yes! Alucard, der Opti-Grill kommt zum Einsatz.
das kommt zum Einsatz, ja. Sag mal, Stuhlsen, können wir einen Befehl machen? Irgendwie, was bisher geschah? Sowas wie ein Tagebuch? Weil es gibt, glaube ich, heute sehr viele Menschen, die das fragen, sodass wir den irgendwie regelmäßig aktualisieren können. Ist das vielleicht eine Idee? Weil ich sehe jetzt schon die nächsten 50 Minuten, warum seid ihr nur noch P6? hast du noch ein Volt Pro? Yes. Nee, Volt Pro habe ich nicht. Ah, nee. Das fördert die Chat-Aktivität. Okay, dann lass. Dann haben wir so Chat-Aktivität. Okay. Okay, 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 hast ja recht. Profi-Streamer. Ja, den Opti-Grill benutzen wir. Ich habe mir Süßkartoffeln gekauft, Paprika, Peters, Zwiebeln, und dann habe ich mir noch so eine vegetarischen Like Chicken Burger Patties gekauft irgendwie. Ich wollte die jetzt mal ausprobieren und das machen wir heute alles mal im, oder also morgen, heute nicht mehr. Also morgen Frühstücksfernsehen, machen wir uns ja draußen mal Sandwiches. Bin sehr gespannt. Das Volt Pro habe ich nie gehabt, Hobbes. Nee, ich hatte, wie hieß das große weiße Chat? Das große weiße Runde. Ich komme nicht auf den Namen. Viel Glück für euch, dass es am Ende ein Podium ist. Danke, Schulzi. Komm nicht auf den Namen. Mond! Nein, Corsair-Headset, Mann! Ja, Bata! Das Virtuoso, das hatte ich ja. Das Virtuoso. Nee, was bisher geschah, gibt's nicht. Das müsst ihr euch jetzt gegenseitig immer erzählen dann. Das fördert die Chat-Aktivität, habe ich gehört. Oh, hinter uns kommt BMW angeflogen. 5 Millionen gegen 5,1 Millionen. Eieiei. Ja, wollte ich gerade sagen, Hobbys, das ist somit eins der ersten Headsets gewesen von Corsair. Da hat sich mittlerweile einiges gefallen. Also ich muss sagen, das HS80 hat mir bis dato wirklich sehr gut gefallen. Also so vom Komfort her, vom Sound her, fand ich sehr gut. Das neue Mauspad? Ich habe das neue Mauspad noch nicht. Also, habe ich nicht bekommen. Ich verstehe das mit dem Opti-Grill nicht. Die Zutaten gehen absolut gut in der Pfanne, wenn man nicht draußen grillen kann. Aber der Opti-Grill bereitet die Sachen nach Garzeit zu. Und das Gute daran ist, dass man das komplette Ding in das Ciabatta hauen kann. Und dann kann man das Ciabatta in, nee, das Pita in diesen Grill reinzimmern. Und der vermischt das da drinnen nochmal und brät das durch. Der Opti-Grill ist ein ganz anderer Jam als eine Pfanne, Maga. Das ist ein ganz anderer Jam. Weil der Opti-Grill viel, also der ist viel besser, was Garpunkte angeht, als zum Beispiel meine eigene Fähigkeit. Ich habe keinen Nuller, ich habe einen neuen Puls, ich muss meine Uhr aufladen, Chat. Ich habe heute Nacht vergessen aufzuladen.
Das klingt schon nicht gesund, das Essen. Hä? Was ist denn daran nicht gesund? What the fuck? Da ist Gemüse drin. Ein bisschen Brot. Hä? Ausgerechnet große Gäste im BMW, Alter. Das ist kein Sandwich Maker, what the fuck? Der Opti-Grill. Ach, das ist doch kein Sandwich Maker. Nee, Ziegenbock. Nee, Bela. Einige nicht. Du sagtest, was etwas von vegan. Maga, die Patties sind vegan. Aber das ganze Essen ist doch nicht vegan. Sag mal, was ist denn mit euch los jetzt gerade? Hör mal. Also, Sonic. Jetzt mach doch mal die Ohren auf. Also wirklich jetzt, Mensch. Oh, Vince hat TC umgestellt. Pin die Nero Spülmaschine auf, Spülmaschine zu, anmachen, ausmachen, rausnehmen, fertig. Ja, auf die Grill Plus. Oh, bist du. Ja, ich glaube, TC hat er runtergenommen. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber. Ja, Maxi. Entschuldigung, das ist meiner Charinator. Ey, Matze, alles gut. Alles gut. Alles okay. Ist nicht schlimm. Ich weiß, warum ich das Ding feiere, weil ich das nämlich nicht kann in der Pfanne. Nicht so gut. Deswegen feiere ich das. Und weil es weniger Arbeit ist als in der Pfanne. Deswegen feiere ich das so. Traktionskontrolle ist abhängig davon, wie du fährst. Also es gibt Menschen, die haben einen Bleifuß und nicht so viel Gefühl in einer, im Gasfuß. Und da ist es sinniger, eine höhere TC zu haben, damit dir die Autos nicht wegfliegen. Oder das Auto wegfliegt. Und je höher die ist, desto mehr regelt die. Bis später, Ziegenbock. Okay, Matze, jetzt verstehe ich auch, warum du... Okay.
Jetzt verstehe ich auch, warum, woher das kommt. Okay, ja, gut. Dass du jetzt den Opti-Grill nicht unbedingt abfeierst, ist klar. Oh, shit. Twitch Prime is not a crime. Das musst du mit Kabel verbinden. Diras, ja. Gehen auf Würste drin, da drin kannst du alles machen. Elektronik. Da drin kannst du alles machen. Diras, danke für deinen Sub. Uns fehlt einfach diese Top-Speed-Chat so sehr. Das war ein sehr großer Einschnitt in das vierte Setup. Das war ein sehr großer Einschnitt in das Setup. Ich hab den Opti-Grill Plus. Aber das ist nicht meiner. Das ist eigentlich Stay seiner. Mal gucken, wann er sich den wieder abholt. Dann muss ich mir einen eigenen kaufen. Ich bin da echt gespannt drauf morgen, muss ich sagen. Ich feiere das Ding richtig. Ach man, das ist scheiße, Chat. Ich Vergleich zu Startdrücke 0,2 mehr. Die waren zu niedrig. Ich weiß noch nicht, wie sich die Temperaturen anpassen. Also du brauchst 0,2 mehr auf alles. Generell ja, weil die waren zu niedrig schon seit Anfang an. Jupp, okay. Weißt du deine Starttemperatur von der Rennstrecke? Gleich. Ist gut, hat Chat gemacht. Danke. Ja. Danke, Chat. Also 26, 2. Lol, die waren ja alle 26,0. Oh, Vince hat mir seine Startdrücke nicht gegeben. Vince? Warte. Ja. Der Screenshot im Discord sind deine Startdrücke? Das war Rennen. Regen, Junge. Das sind nicht die Startdrücke. Ja, okay. Dann musst du mir die geben, weil ich hab die nicht. Meine Startdrücke sind hier eingeblendet 25,3. Moment. 26,5. Ja. 25,2. Ja. 26,1. Ja, hab ich gut. Fahr weiter.
der wirklich leer aus. Der Top Speed. Wie ihr jedes Mal sehen könnt. Wollen sie mich so viel flashen und jetzt fährst du nicht weg, also... Reifenbrücke sind ready to go. Machen wir dann später. Mhm. Ach Gott, fuck. Naja, müssen wir mal gucken. Baller noch bleibt. So, ich bin auch wieder da. Ich denke auch, der ist halt irgendwann wieder gehen. Jo, Ray ist jetzt noch die zweite Halbzeit Bundesliga gucken gegangen. Oh! Okay. Spielt gerade Freiburg gegen Dortmund. Ah, alles klar. So. Sind auch gerne noch ein paar schöne Strafen vom Start reingekommen für ein paar Autos. Mm. Drei. Haben sie ein bisschen was verkackt. Ich frage mich, ob der da mit der Linie Off-Tracks sammelt oder nicht, weil das sieht halt schon übel aus. Nee. Nee? Okay. Vince, konzentrier dich auf deine eigene und nicht auf die von Vordermann. So, Blue. Na ja, gut, ich wohne in Zürich und bin trotzdem Dortmund-Fan. Ja, true. Bei Dortmund ist aktuell ultimatives Schweizer Torwart-Camp. Ich hoffe nicht, dass Haaland so dumm ist und zu Bayern geht. Fände ich nicht so gut. Ich sehe aber Haaland, also wenn ich ehrlich bin, ich sehe Haaland eher in der Premier League. Gerade aufgrund seiner Rustikalität passt er da halt super rein, weil in der Premier League, da geht es einfach nochmal rustikaler zu. Oder PSG macht ein riesen Angebot und holt sich einfach nochmal einen Top-Spieler. Ich meine, wenn man deren Kader für dieses Jahr anguckt, das ist ja einfach nur abartig. Es ist ein Top-Kader. Ich hoffe aber aufgrund der ganzen Teamchemie, dass dieses Team trotzdem nicht funktioniert, weil du hast halt da so viele Alpha-Tiere. Allein schon Messi und Ramos. Ich weiß nicht, ob das funktioniert als Team. Dann noch mit Neymar. Wie hieß der Franzose, der nochmal verschossen hat gegen die Schweiz im Penalty-Schießen? Ah, wie hieß denn der? Mbappé, genau. Da gibt es noch tonnenweise. Gut, Donnarumma im Tor, klar. Ist eine Wand. Aber ich glaube nicht, dass PSG Champions League holen kann. Das wird nicht, das wird in der Teamchemie nicht passen. Weder noch, also ich bin jetzt auch nicht so der größte, aktivste Fußball-Gucker-Fan, was auch immer. Aber ich bin weder GC noch FCZ-Fan. Ich sympathisiere irgendwo ein bisschen mit dem FCZ, was ich halt beim FCZ immer sehr schade finde. Die Südkurve, also die, wie soll man sagen, so eine Art auch ein bisschen die Hooligan-Kurve. Also da sind halt meistens Hooligan oder die Hardcore-Fans. Die machen halt teilweise Sachen, die sind einfach nicht cool. So, also was bringt's dir, wenn du am Abend nach einem Spiel, egal ob gewonnen oder verloren, du in die Stadt gehst, ob du jetzt zu Hause bist oder in einer anderen Stadt und da einfach random Leute zusammenschlägst von einem anderen Team oder einfach Sachbeschädigung machst, das ist halt dumm. Ja.
Aber ich finde es generell schade, weil sehr viele Fußballvereine haben das Problem mit ihren Fankurven, die leider ein bisschen radikaler sind. 3,8 Sekunden. Gehe ich die Pace hier mit dem BMW gut, oder? Ja, mal bist du schneller, mal ist er schneller. Ist okay, also du bleibst dran. Mal bist du schneller, mal ist er schneller. Also du gehst schon seine Pace. Ja, ich meine den hinter mir. Ach so, den wegfahren. Nee, den hältst du. Okay. Der steht schon seit einer Weile auf 3,9. Gibt Dortmund schon 2-0? Oh yeah. Das gute Logitech. Ratatatatat. Ja, Dizzy, bist du ready für die Nacht? Gut, ja, ich geh nachher nochmal schlafen. Ah, okay. Ich bin heute schon 7 Kilometer aufgefahren. Nee, ich heute, aber gestern heute. Ja. Ich hab's mir so geplant, ich habe ja heute auch gut ausgeschlafen. Ich werde dann nach meinem Doppelstint, sofern schon jemand wieder da ist, werde ich dann auch erstmal für eine Weile noch in die Haier. Ja, ich bleib noch da eine Weile. Also ich gehe nachher 3 Stunden schlafen oder so. Also nicht groß. Ja gut, bei mir wäre es ja erst irgendwie um. Ich fahre glaube ich nochmal von 3 bis 5. Ja, wir machen beide die Nacht, ja. Genau, da kommt es dann halt darauf an, ab wann jemand da ist, weil ich will dich ja nicht alleine lassen. Ab dem Zeitpunkt, wo dann jemand da haben, den ich ablösen kann, während du noch fährst, werde ich dann erstmal so für 50 Stunden ordentlich schlafen gehen. Da müssen wir mal gucken, was Vince dann macht, wie er fit ist. Mhm. Ich bin so traurig, dass wir nicht mehr so viel Topspeed haben. Spätestens wenn es regnet, bist du froh. Nee, das andere wäre auch gegangen. Nope. Kann ich dir sagen. Weißt du warum? Grund Nummer 1, weniger Aerodynamik, das Fahrzeug auf den Boden presst. Grund Nummer 2, Fahrzeug lag tiefer. Ja, ich weiß. Das Fahrzeug schwimmt deutlich schneller auf. Hab's aber ausprobiert, ging eigentlich raus. Okay. Aber schnell ist es nicht. Wie machst du das? Ich witzel noch rum, dass du. Wie mache ich das? Ich setze mir jetzt Auto und fahr los. Schon das dritte Team mit Track Limits. Das ist noch nicht mal eine Stunde gefahren und schon Track Limits. Ist bitter. Ist bitter. Aber es war nicht 1000 Schläge, war nicht so viel. Knapp 700, glaube ich. Track Limits bedeutet, dass also. Wir holen auf den vor uns auf, kann das sein? Das siehst du ja, konzentriere dich aber auf dein Rennen. Aber fahr einfach mal weiter, genau. Track Limit, wenn Nils mir antwortet, ich danke dir. Konzentrieren und nicht die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen angucken. Lass ihn mal machen, er braucht das vielleicht für seine Motivation. Wir spielen mal heute sein Spielchen. Das okay. Tut ja bis jetzt erstmal ganz gut. Track Limits bedeutet, wenn du jetzt hier, sagen wir mal, du fährst dort draußen auf diesen blauen Bereich, dann überschreitest du quasi die Streckenbegrenzung. Und davon darfst du 3 Stück haben, wenn du das vierte Mal so eine Strafe gehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier über diese Poller fahren würdest, die da gerade waren, dann würdest du eine Strafe kriegen. Und es gibt Verwarnungen, wenn du nicht so hart reinkattest. Es gibt eine Verwarnung, wenn du nicht zu hart reinkattest, aber wenn du sehr hart
sozusagen dir einen Vorteil durch die Breite der Strecke holst, kriegst du eine Strafe. Und wenn du, nee, eine Verwarnung. Und wenn du dreimal so eine Verwarnung hast, dann kommst du beim vierten Mal, musst du in die Box reinfahren. Ja, du musst durch die Box durchfahren dann. Ja, Drive-Thru. Kriegst du DT. Yes. Genau, und die... Auch da wichtig ist ja, dass man... Es geht ja grundlegend, wenn man sich dadurch einen Vorteil verschafft. Genau. Durch die Strecke verlassen. Ja, wenn du jetzt die Strecke verlässt und du lässt danach ein bisschen ausrollen und machst dadurch nicht wirklich viel Zeit gut, dann kriegst du nur so ein Du-Du-Du. Du kriegst einen Uf-Basse. Uf-Basse. Uf-Basse, Mann. Uf-Basse. Ja, und hier gerade... Danke, für den Follower zu bekommen. Beim Richard, wo hier gerade sehr, sehr viel ausasphaltiert ist. Mit da war ich leider ein bisschen zu schnell. Ich habe mir jetzt im Turn 1 leider einen Cut geholt. Oh Gott. Na gut, dann haben wir uns erst. Ja. Ja, ist es sehr einladend, gerne mal einen Trackhead mitzunehmen. Ja gut, Blue Arrow ist normal. Ich glaube, die LMPs, also die Hypercars müssen unter... Die schaffen keine Stunde. Ich glaube, da ist das Problem der Sprit bei denen. Kann mich aber auch gerade irren. Also für alle, die jetzt so Fragen haben und eventuell das erste Mal da sind, immer raus damit. Also falls euch irgendeine Begrifflichkeit nicht gängig ist oder sonstiges dergleichen anfällt bei euch, dann raus, fragt einfach. Wir erklären euch das sehr gerne, damit ihr das versteht. Damit ihr dazu auch eine Liebe entwickeln könnt. Oh, na cool. Kommende Gerade machen wir dann, fangen wir mit den Brücken an. Jo, machen wir. Ja, der Zweitplatzierte hat aktuell 15 Kilo, so wie ich es mitbekommen habe, ist 25,7. Okay. 26,9. Okay. 25,6. Ja. 26,5. Also über 0,4 mehr. Ja. 26,6 war das. Am letzten. 26,4. Der letzte Hinterreifen. Der 26,4. Ja, es gibt je nach. Okay, das ist jetzt aber die Regel wie vorher, oder? Da müssen 0,4 mehr drauf sein. Konzentriere dich kurz, machen wir auf der Gran. Ja, es gibt je nach Veranstaltung gibt's verschiedene Voraussetzungen für minimale und maximale Fahreranzahl. Grundsätzlich maximal bietet dir auch nur ACC die Möglichkeit von 5 Fahrern, also mehr geht nicht und... Wie hat er denn das gemacht? Okay. Da kommen Autos. Kannst. Kommen jetzt gerade raus aus der Kurve. Vorsicht beim wieder Rejoin. Rudolf, kannst du weiter. Schön, ist nicht wild. Alles gut. Ja, ich weiß auch, was der Fehler war. Ey, dann ist gut. Fahr einfach weiter. Ist alles gut. Reifen müssen noch 10 Minuten durchhalten. Sprit hast du noch, ja? Ja. Sehr gut. Also ich wiederhole es, 25,7, 26,9, 25,6, 26,4. Ja. Der letzte, mach mal 26,5, Entschuldigung. Danke an euch. Ja, ich sehe es schon. Ja, ja, im Discord sehe ich ja, dass das andere. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. My bad. Brum. Ja, mein Bad war größer, als ich die 10 nicht hochgestellt habe, ich Idiot. Okay, das hättest du die. Ist das jetzt mit Temperatur auch schon mit begriffen alles? Ja, oder? Ist alles okay. Mit einberechnet. Alles, was passieren kann, ist mit einberechnet. 1 Grad. Ah, ist gut. Gut. So wie er das war, immer. Was? Ich habe gerade auf die Info bekommen, der Ferrari hinter uns hat wohl schon 3 Cuts. Mhm. Scheiße. Wie viel Zeit war das jetzt verloren?
Sag ihm, das ist scheißegal, dass wir weiterfahren. Drei, vier Sekunden hast du verballern. Alter. Komm runter, alles gut. Ist stressig gerade. Ist stressig. Und noch wir alte Omis. Sammel dich einfach, komm. Alles gut. Schüttel das ab. Bis gleich, kannst gleich reinfahren, dann hast du wieder so ein bisschen deine Ruhe. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Okay, danke für die Info, Leute. Jetzt sind wir uns dann richtig ab in Le Mans. Ja, ich hoffe, dass der Alpine gewinnt. Ich bin zwar großer Toyota-Fan im Grundsatz, aber es wird auch mal wieder Zeit, dass jemand anderes den Gesamtsieg holt. Ist seitdem Porsche und Audi ausgestiegen sind in Le Mans ein bisschen einseitig geworden. Ja, guck, klick mir aus. Die reißen eh nichts. Die können froh sein, wenn sie vor den LMP2s ins Ziel kommen. Nee, Vincent fährt einfach Logitech-Lenkrad, damit ist nichts mit nicht überfahren. Deswegen haben wir ja auch ein Moneypool aufgemacht. Das Problem ist wirklich, eine Ausrede ist es auch nicht. Es gibt E-Sportler, die fahren auch mit Logitech G29 oder ja, das ist schon richtig. Aber so klingt's theatralischer. Ja. Ich meine, es ist natürlich klar, wenn du jetzt eine DD hast, bist schon besser bedient, aber... Nur weil du eine Idee hast, bist du noch lange nicht schneller oder sicherer oder was auch immer. DJ Chris, was schlecht für die Reifen ist, wenn du mal darauf achtest, wie er fährt, wirst du manchmal feststellen, dass er über die Vorderachse schiebt. Das bedeutet meistens, dass er zu viel einlenkt und das Auto über die Vorderreifen quasi schiebt. Und dadurch hat der Reifen zu großen Abrieb. Und du verlierst dadurch halt sehr viel Grip auf Dauer. Und somit überfährt er das Auto sehr oft. Wenn ihr mal auf den Sound achtet, kannst du das auch hören, wie er zwischendurch einfach nur übers Gummi quasi rutscht. Und wenn du jetzt optimal fährst oder fahren würdest, würdest du diese Geräusche nicht hören. Klassisches anders dir, ja. Vor allem der nächste Nachteil ist, was ist Slow Car Head, wenn ich verlost. Hitzt man dann den Reifen auch dazu und generiert Blistering. Blistering sind ja diese Luftblasen, die man meistens auch aus der Formel 1 kennt. Und ja, Blistering, da ist der Reifen an der Stelle nicht mehr brauchbar. Ich weiß nicht, ob du vorhin schon da warst, Dizzy, als wir das besprochen haben. Also wie gesagt, ich werde nur zwei Reifensätze nutzen für meine 4 Stunden. Ja, ja. Ray wird auf jeden Fall einmal ein Ding sicher doppelstinten. Mhm. Und dann müssen wir noch gucken, weil da hätten wir theoretisch noch zwischen 2 bis 3 Reifensätze offen, die wir auch noch doppelstinten müssten. So viel? Warte mal, wenn du 2 machst. Ja, es sind 18 Stück, die wir haben. Ja, dann müssen wir doch nur... Ja. Dann sind 6 Stunden übrig. Dann sind die 6 Stunden noch mit 3 Doppelstints abgetan. Nicht ganz, nein. Doch. Nein, weil du fährst ja 18 Stunden, fährst sozusagen immer einen neuen Reifen. Genau. Und 6 Stunden bleiben übrig. Genau. Und wenn du einen Reifen doppelstintest, ziehst du aber ja nur 1 Stunde ab. Nee, 2. Du fährst hier 2 Stunden die Reifen. Genau, aber die erste Stunde ist ja frisch, das zählt zu den 18 frischen Stunden. Ja, dann die 19. Die zweite Stunde ist genau. Nee, du, das ist ja Stunde 19 und 20. Ja, du hast ja gerade eine Verwechslung im Kopf.
Also wie gesagt, wir fahren 18 Mal einen komplett neuen Reifen an. Ja, das sind aber die Reifen sind relativ stabil. Das ist immer, immer auch der erste Stint bei einem Reifen, Doppelstint. So, und der zweite Stint ist dann das erste Mal, wo du ihn jetzt dann angefahren fährst. Und davon müssen wir 6 Mal das Ganze machen, damit wir auf 24 kommen. Wir brauchen noch keine 6 Doppelstints. Naja, bei 18 Reifen schon. Vincent fährt Reifensatz 1. Jetzt. Genau. Eine Stunde. Reifensatz 2, zweite Stunde. Reifensatz 3, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte bis 18. Und dann sind noch 6 Stunden übrig. Das heißt, wenn der 18. den abgefickten durch hat, geht er in den 19. Reifen rein. Der ist ja dann angefahren. Der 19. wird dann angefahren. Nee, der ist schon angefahren. Wir haben hier nur 18 neue. Deshalb ist dahin schon alle neuen verbraucht. Oh, stimmt, wir haben nur 18. Ja, okay, nehmen wir mal. Oh, das geht mir so auf die Eier, ne? Und am besten regnet es noch. Ich verstehe nicht, warum wir das im virtuellen. Egal, ja. Also, ja, du hast recht. Ich hatte gerade. Ich war gerade woanders. Ist gut. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, diese Regel. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich kann mit dem Reifen managen. Aber das ist ein Skill, den hast du nicht, wenn du das einfach mal so ein bisschen nebenbei als Hobby machst. Das ist ein Skill, den hast du, wenn du das wirklich intensiv betreibst. Und das ist etwas, was ja eigentlich vor allem im E-Sport eher mal auftaucht. Also jetzt gerade VCO World Cup oder von der SAO die offizielle Liga, wo man dann halt Reifen doublestinnen muss. Aber bei so einer Community, wo wirklich auch sehr, sehr viele Fahrer dabei sind, die ja eben für euren Support und eure Unterstützung, ich sag mal, günstigeren Setup wegen Logitech und so unterwegs sind, wie wollen die das hinkriegen und daran noch Spaß haben? Das ist halt ein bisschen sad, finde ich persönlich. Ja, dann sind wir jetzt bei wie viel Doppelstints dann? Also du machst beide, Ray macht ein, sind drei. Ja, dann ich 2, sind 5 und dann muss Niklas noch einen machen. Genau, es ist auch so, Vince meinte wohl, dass ich noch den 21. Stint eventuell fahren soll. Da habe ich ja dann geschlafen. Oh, krass. Nochmal einen Kork geholt, scheißegal, weiterfahren. Soll ich nochmal fahren? Da kann ich auch einen angefahrenen Reifen nochmal nehmen. Also irgendeinen, den schon gefahren wurde. Dann fahre ich halt drei angefahrene und zweimal einen neuen. Sozusagen. Das geht auch. Damit habe ich kein Problem. Wir werden ja auch sowieso nicht auf 24 Stints kommen. Also. Wir fahren ja jetzt wieder noch Zeit raus. Dann. Ja gut, wenn wir den Dings natürlich immer bis zum Ende fahren, können wir uns vielleicht sogar eins Stint sparen, ja. Dann werden es dann halt fünfmal den Reifen nochmal fahren. Gott, ich habe so keine Lust mehr auf diese Doppelstint-Kacke, ne? Und Regen. Ey, also jetzt so langsam reicht es halt wirklich. Ich würde halt gerne einfach nur mal wieder ein Rennen fahren wollen. Ohne diesen Quatsch, auch wenn das dazugehört. Ey, wenn das heute regnet, dann springe ich aus dem Fenster. Vorwärtsrolle im Pool. Da hat es einige erwischt mit den Strafen. Die Nummer 35, 15 Sekunden. 91, 15 Sekunden. 91, 20. 129, 15. 405, 15. Ich müsste ja die und noch eine fahren können voll, oder? Müsste ja die Zeit locker ausreichen. Was steht denn oben? Ich habe jetzt noch 4 Minuten und 10 Sekunden. Nee, dann fahr die noch zu Ende. Also du würdest theoretisch noch eine reinquetschen können, ja. Meine ich, ja. Theoretisch geht das, dann darf aber nichts passieren. Also wenn du sagst, du kriegst das hin, weil je länger wir fahren, desto weniger Doppelstints müssen wir mit scheiß Reifen machen. Natürlich. Wenn du das fühlst, dann hau rein. Und die nächsten Checklimits. Ja, Regen ist aber trotzdem ein Pain in the ass. Also wirklich nach 21,5 Stunden Regen mit Monsun in der Nacht willst du erstmal keinen Regen mehr im Rennen sehen. Sag ich dir so, wie es ist.
Dann willst du einfach nicht mehr. Ich hätte Bock drauf. Ja, ich nicht. Nee, dann kriegst du eine Zeitstrafe von 130 Sekunden. Ja, genau. Das war endlich dirty. Mehr Regen, weniger Doppelstins. Ja, haben wir uns bei Suzuka auch gedacht. War aber dann doch nicht so witzig. Hehe. Sind reingefahren. Sehr schön, Freiburg Eigentor. Fühle. True Osterhalb. Hast du alles eingestellt, Vince? 115 Liter, 2 Reifensatz 2, 25,7, 26,9, 25,6, 26,5. Ich fahre selber, keine Reparaturen. Nice, sehr gut. War ein guter erster Stint. Bis auf 2 Cuts. Ja, das ist nicht so schlimm passiert. Sonst bist du gut gefahren. Ja, also Regen ist auf jeden Fall was Geiles, wenn du damit umgehen kannst. Und auch das Setup ein bisschen dementsprechend ausgelegt ist. Und das ist unseres auf jeden Fall. Also es ist genug hoch, dass wir nicht aufschwimmen. Das dürfte nämlich bei einigen Teams nicht der Fall sein. Deswegen, sag ich jetzt mal, während meines Stints habe ich überhaupt nichts dagegen, ein bisschen Regen zu haben. Aber nur ein bisschen. Aber der Sprit reicht locker. Also gut. Denk an die Boxeneinfahrt. Sehr gut. Pitlimiter. Schöner Stint, Vincent. Sehr, sehr gut. Wo ist denn die Box? Gut abgeliefert. Das weiß ich nicht. Vorne irgendwo? Hey, hier. Scheiße, wie weit davon muss man denn da? Zündung anmachen. Pitlimiter anhaben. Der Pitlimiter bleibt ja an. Ja. True Axis. Ich lass nur, damit wir keine Dings kriegen. Denk an die Ausfahrt, ne? Wird ein bisschen kritisch jetzt, ist kurz. Feuer. So, gleich nochmal einen zweiten Sinn ausknattern. Warum wäre für die 298? Das muss doch go. Vorsicht, vor dir ist gelb. Dass er eine Stop and Go hat. Das heißt, wenn er in die Box fährt, muss er 30 Sekunden länger stehen. Nobody. Also muss es innerhalb von den nächsten 3 Runden machen. Ja. Also du kannst es halt nicht mit deinem Boxenstopp kombinieren. Das ist das Problem. Deswegen tut es richtig weh.
Jetzt Blue Arrow, die Flash fährt schon eine Weile in der LMP2-Klasse mit für Richard Mill Racing. Mit Tatiana Calderon und die andere habe ich keine Ahnung, wie die heißt. Deswegen fährt ja auch Flash dieses Wochenende keinen DTM. Weil die ist in Le Mans. Ich habe es halt auch nur mitgekriegt, weil ich verfolge gerne Tatiana Calderon, die Rennfahrerin. Und irgendwann wurde das halt bekannt gegeben vor, glaube ich, anderthalb Jahren oder so. Also ich glaube, noch vor Corona sind die zusammengekommen für ein Team bei Richard Mill Racing. Schönes, schlichtes Design auf dem LMP2. Einfach so ein, wie soll man sagen, edles Rot. Metallic Look. Schmutzwink. Das hat immer noch eines freien Auto. Der Ferrari vor uns wird jetzt verschwinden. Und wir haben den nächsten Ferrari gleich wieder dran. Ne? Keine Ahnung, die T sind glaube ich auch 30 Sekunden. Du hast die Boxenlinie drauf. Ja, Winzer hat jetzt erstmal Platz. Der kann schön Runden fahren. Aber ich glaube, er tut sich noch schwer, sein Dings zu finden. Fährt ein bisschen langsamer. Nee, kein Drama ist immer gut bei Vince, ja. Zügig Drama, damit Vince bald ein gutes Training bekommen. Was bitte? Vince wird bald ein gutes Training bekommen, bezüglich Drama. Warum? Und zwar fährt er nämlich für mein Team in der GT4-Season mit. Oh. Und GT4-Starts, da hast du immer Trouble am Start. Das ist jetzt nicht so, dass Leute abfliegen, aber da ist halt sehr eng. Meistens sogar über das ganze Rennen, weil aufgrund der nicht wirklich vorhandenen Aerodynamik kannst du halt dem Vordermann super gut folgen. Und da sind teilweise Feinste sind ab Start bis ins Ziel. Wenn er sich da gut schlägt, dann wird er richtig viel mitnehmen können. Ah, ja, Multi. Freue ich drauf. Da hat die Rico aber richtig Spaß heute. Was zu tun, ja. Gut, obwohl einige Strafen sind ja gerade auch reingekommen, wirklich wegen Tracklimits, also das, was ja ACC selber macht. Ja, ja. Aber es sind schon einige Teams, die jetzt schon Tracklimits haben, was eben. Ich glaube, das erste Team hat jetzt nach 40 Minuten. Nach 40 Minuten, da ist noch einiges vor. Habe ich Multi, ja. Werden dann noch genutzt. Oh, Nicknex, ich wünsche dir viel Spaß, Maga. War nicht so doll. Trink vorsichtig. Also eine Kneipentour, ich hatte auch dabei. Schon lange nicht mehr gemacht. Sehen wir da die 55? Nope. Knapp. Ja. Kommt noch. Viel Spaß, Nicknacks.
Ja, aber Blue Arrow, also Alkohol, Alkohol ist ja gut, wenn man krank ist. Es heilt zwar nicht, aber es betäubt. Servus, moin. Fefe aber ganz leicht dominant heute. Auf der Strecke. Vorne weg auf jeden Fall. Ja. Joni, moinsen. Sag, was dankeschön für den dritten Monat, Maga. Kannst du deine Pfote nicht festhalten? Maga, dann leg dich doch ordentlich rauf hier. Dann leg dich doch mal wie eine ordentliche Katze hier auf die Beine. Ja, Phil, das Ding hieß schon immer Pfefe und wird auch immer Pfefe heißen. Nice, Dev. Danke, Rigoku. Le Mans sind immer interessante Fahrer dabei. Da hast du aus allen Regionen, Richtungen, Weltteilen, Rennserien, alles dabei. Die Katze, ey. Ullala. Sehr gut gefangen. Großartig. Nicht eingefangen. Alter. Sorry, aber die Reifen sind halt ein bisschen hoch. Hm? Was sind die? Die sind zu hoch. Ich habe halt, deswegen habe ich gerade keinen Grip gehabt. Also die reißen halt. Also ich weiß nicht, ich fahre halt auf der Geraden, wo die kühlen sollten, fahre ich mit 28,0. Okay. Wie viel Sprit hast du noch drin? Ja, 100 Liter. Das wird sich dann später regulieren, aber es ist halt jetzt kacke. Ja, ist aber noch 2 Grad kälter geworden eigentlich. Hm. Ja, 2 Grad kälter. Ja, es sind 2 Grad kälter geworden jetzt mittlerweile sogar schon. Und ich habe deine 0,2 genommen. Und noch 0,1 drauf. Komisch. Das ist wirklich sehr weird. Fährst du vielleicht ein bisschen wilder? Nee. Hm, okay. Da muss ich mal gucken, dass ich das dann einpendel dann. Naja, so... Chat, um ehrlich zu sein, bei 28 segelst du da auch nicht ab. Das war auch ein Fahrfehler. Aber gut gefangen. Ich ja. Hab den schon in der Wand gesehen. Ich habe ihn auch an der Wand gesehen. Oh, hat er gut gekriegt. Ja. Mag vielleicht sein, dass deswegen viele Puerto Ricaner nicht mögen, wegen den großen Auslaufzonen und des vielen Betons. Aber genau deswegen ist ein Puerto Ricaner in gewisser Hinsicht dann doch schon ganz nett. Weil in Imola oder in Monza oder auf Zandvoort, Zolder, wärst du jetzt dood. Jo. Und zwar so richtig dood. Mhm. Kannst du froh sein, wenn du noch in die Box fahren kannst. Ja.
Vincent immer mit seinen Reifen, ne? Ich glaube, Vincent redet sich mehr seine Reifen ein, als die Reifen eigentlich schlimm sind. Das ist natürlich immer eine nette Ausrede, die du jetzt so extra nicht immer nachvollziehen kannst. Was man natürlich machen könnte, ist dann aber davon abhängig, und zwar wer als letztes ins Ziel fährt von uns im Team. Wenn der in der Box ist und solange die Session noch läuft, mal kurz ins Setup gehen und dann jeden Reifen durchgehen und Screenshot machen. Und dann siehst du den Abnutzungsgrad. Dann kann man mal so ein bisschen vergleichen, wer wie mit Reifen umgehen konnte. Ja, da brauchen wir nicht gucken. Aber teilweise würde es mich wundern, also mich würde es halt hardcore wundern, eben jetzt nach dem Doppelstint. Wie sieht denn mein Reifen aus? Ja, immer noch besser als der von Vincent. Möglich, aber ich würde es trotzdem gerne irgendwie wissen, so wie tief habe ich ihn runtergeschrubbt? Hatte ich Blistering oder habe ich nicht? Habe ich es hingekriegt, den so nett zu fahren, dass da nichts passiert ist? Ja, die 28 hat er wahrscheinlich gerade gehabt, als er sich gedreht hat. Da im Leben hat er keine 28er Reifendruck. Im Leben nicht. Wie gesagt, es ist 2 Grad kälter geworden. Ich habe nur ein PSI raufgemacht. Also ich habe seine 2 genommen, die er gesagt hat, und einen noch extra. Also im Leben sind da keine 28 drauf. Ja, also wenn du im Bathurst am Berg so abfliegt, dann ist auch vorbei. Ja, das stimmt schon. Ja, bei 27,9 ist noch im Rahmen. Auch 28 ist noch okay. Also kann man alles fahren. Es ist nicht optimal, klar. Aber du kannst immer noch feini damit fahren. Ja, ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo das alles herkommt. Also dieses... Ich weiß es nicht. Das wirklich an dem Lenkrad liegt, dass man überlenkt die ganze Zeit, I don't know. Ja, die Fuß-Hand-Koordination spielt in der Hinsicht immer eine große Rolle. Wann gehst du ans Gas? Wie aggressiv gehst du ans Gas? Wie gehst du in die Bremse? Wie lenkst du ein? Wenn du das halt nicht so in eine Konstante bringst, dann schwankst du natürlich schon deutlich mehr. Naja, dafür ist der Manipul ja da. Das ist krass. Also wenn er vorhin, also denn entweder waren die 0,2, die er, also die 0,2 kam ja von ihm. Auf allen. Das hat er mir ja selber gesagt. Also dann war vielleicht die Angabe falsch, weil ich habe nur ein PSI drauf immer. Aufgrund der 2 Grad haben wir da in die Tonne gegriffen. Was die Reifendrücke angehen.
Das stimmt, Skarada. Aber erst im September. Mit welcher Begründung stammt das PayPal ein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich keinen Bock mehr darauf oder so. Okay. Oder Leute haben damit Schindluder getrieben. Das ist natürlich auch möglich, ja. Was ich sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Fake News waren oder ob das wirklich Tatsache ist. Es soll ja ab 1. Oktober die Plattform OnlyFans komplett ohne Content im Erwachsenenbereich auskommen. Mhm. Oder aus dem Erwachsenenbereich. Und ich frage mich, woher kommt, also ich kann, ja, irgendwo kann man es verstehen als Plattform, dass man das vielleicht nicht will. Aber das ist ja so, glaube ich, deren Main-Einnahmequelle. Da geht es ja mehr um Erotik. Da geht's, also das, was damit gemeint ist, ist, glaube ich, sexuelle Handlung, also Sex quasi. Nicht Fotos. Ah, okay. Gut, die Definition habe ich natürlich noch nicht so mitgekriegt. Aber eben, es ist halt, ich glaube, OnlyFans ist darüber schon mehr oder minder bekannt. Okay, da wird sich Ray freuen. 2-1 für Freiburg. Schade. Ich glaube, nur in dem ersten Spiel besser gespielt. Ja, Fotos werden schon bleiben, Leute. Alles gut. Die werden das schon so hingemoschelt haben. Was meint ihr, was die für Kohle machen? Rudi, die schwimmen in Geld. Generell die Industrie um Erotik und Pornografie ist ein Milliardengeschäft weltweit. Da fließt richtig viel Geld. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Pressingmeister gifted a Tier 1 Sub to der Juni. Dankeschön. They have given 2 Gift Subs in the channel. Dankeschön, Pressingmeister. Nee, Gurke, die Überlegung ist nicht ganz falsch. Ne? Das kommt von den Bezahlmethoden. Oh. Ach, doch halt die ideale Idee komplett, oder? Okay, das macht schon mehr Sinn. Wenn das von den Richtlinien der Bezahlmethoden herkommt, dass die da halt gewissen Content nicht mehr dulden. Habe ich jetzt nicht so direkt drauf geachtet. Alles gut. Musst du ja du nicht, es war ja. Oh ja. Bochum besiegt Mainz 2-0. Stark. Danke für den Problem. Moin, so voller Haut. Ist aber auch irgendwo richtig, also wenn das Mastercard so bin. Ich habe aber auch 2 Mastercard. Ah, Mücke, geh weg. Oh, kurze Storytime, Nils. Ja. Meine Eltern sind ja aktuell im Urlaub, mein Bruder ist gefühlt todkrank. Ist er nicht, aber er ist einfach krank mit Fieber. Ich bin aber nur grippal infiziert ohne Grippe, also ohne Fieber. Ja. Und mein Dad hat als Hobby diverse Tiere. Also dazu zählen Käfer, Spinnen, alles mögliche, was irgendwie kreucht und feucht. Aha. Aus irgendwie Südamerika und so. So. Und die müssen natürlich auch gefüttert und gepflegt werden, also in Form von, man muss neues Wasser geben, ne, tralala, etc. Und da er gerade im Urlaub ist, mache ich das gerade für ihn. Ja. Und er hat mir eine schöne Liste gemacht und beim einen Punkt, bei dem einen Terrarium sind halt ein paar Käfer drin und da steht halt, Vorsicht, die gehen gerne aus dem Terrarium raus. Die laufen einfach immer, wirrwarr, irgendwo hin. Ja.
Ist auch passiert. Zwei sind raus. Den ersten habe ich easy eingefangen. Beim zweiten habe ich eine halbe Stunde ihn durch die ganze Hütte gejagt, bis ich den eingefangen habe. Der wollte ums Verrecken nicht da rein. Ich war am Schwitzen wie Olle. War nicht mehr schön. Ich habe mir gedacht, du kleiner dreckiger Scheißgeber, jetzt bitte, bitte. Ah. Ja. Hat mich heute schon mal schön auf den Trab gehalten. Ach, das war heute sogar? Ja, das war heute. Ja. Oh, ungünstig. Mhm. Hans, Getze Flammenwerfer. Ja, aber da war der Fatih, glaube ich, nicht so gut gelaunt dann. Der war nicht gut gelaunt? Dein Fatih, wenn du den Käfer einfach... Ach so, wenn ich den abgemockt hätte? Nee, da hätte er nicht so voll. Weil er hat zwar genug von denen, aber es zählt jeder. Weil er züchtet die ja auch und verkauft die. Ah, Theodol, moin. Ups, ich hab das Napalm verschüttet. Huch, sorry, Papi. By the way, Entschuldigung, Schleichgecko wegen den, Mund ist geschlossen. Ich sag nichts mehr wegen Fußball. Nur außer Dortmund, das wissen wir inzwischen. Ja, tut mir leid. Wenn das Team von Flörsch aktuell Gesamtrang 15 ist und wir mal davon ausgehen, dass die Glickenhaus sogar noch in der Hypercar-Klasse oben mitfahren und nicht in den LMP2s irgendwo mixt, dann dürfte ja Sophia Flörsch und Team auf dem 10. in der LMP2 sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es sind ja 5 Hypercars. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Zwei Toyoten, eine Alpine, zwei Glickenhaus. Halt ihn schnell fest, bevor er entkommt. Danke dir, Banana Bread, für 6 Monate. Also jetzt gehst du wieder 5 Minuten von meinem Schoß runter, damit du in 5 Minuten wiederkommst, oder wann? Kleiner Scheißer. Say hello to my little friend. Was sagst du? Wie alt ist denn deine Katze? Neben mir liegt gerade meine 5-Jährige und die große, die liegt auf dem Stuhl, die 6. Was waren die anderen Autos an Pace? Also unmittelbar vor dir 1,56,0 und unmittelbar hinter dir 1,56,6 und du fährst 1,56,3. Okay. Und ganz weit vorne geht es dann immer näher gegen 55, bis 55 Mitte. Das ist so teils vorne alle bis halbe Sekunde schneller. Ja. Okay, die werden nach dem Rennen eh wieder gewaschen. Okay, danke. Hey, graue Logge, dankeschön für 5 Subs, Meiner. Dankeschön. Da geht's los, Chat. Wir sind auf dem Weg zu 3000 Subs, damit wir im Winter dann in der Ostsee baden. Ich sag's euch. Ich kann's fühlen. Bei 3000 Subs geht's in die Ostsee. Uah. Okay, das zieht sich in den Handschuh rein, dass es bis dahin vertrocknet. Aber wie kann es denn sein, dass die 709 von Glicken auch schon wieder nur auf 14 ist? Was machen die denn? Mann, 2K hatten wir schon, Slicky. Wir müssen jetzt mal ein bisschen realistisch sein hier. Wir müssen auch den Racing-Hype einfach mal mitnehmen, Slicky. Chaser? Wir müssen auch mal daran denken, dass wir expandieren wollen. Ja? Aggressiv expandieren.
2021 wird expandiert, Chat. Extrem expandieren. So richtig expandieren. Say hello to my little friend. Stimmt, irgendwas war ja. Eingeblickt, was hat er denn? Schnorwesen, Dankeschön für 5 Subs und Badespaß in Zukunft. Poolstreams in Outchat. Ich sag's euch. Ostseebahn, das is it. Wie war der Start? Gut. Start ist gut durchgekommen. Dato sind wir gut durchgekommen. Ja, bei der 8er Triode hat sich ja inzwischen auch wieder hochgerappelt. Ich werde euch linken Haus auch mal wieder ein bisschen Gas geben. Schmutz weg. Ein Kilosatz in einem eigenen Pool tun? Ich weiß nicht. Das ist nicht dieselbe Temperatur. Alter. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal ganz kurz mir 2 Äpfel schälen. Das fühle ich. Schön 2 frische Äpfel. Das ist was Feines, ja. Mhm. Wieder da. Ja, willkommen zurück. Alter, wofür verliere ich denn so viel Zeit im Exit? Das kann es ja nicht sein. Glückwunsch, Ray, zum Sieg und den 3 Toren, die ihr geschossen habt. Ja, ich hab eben. Wir haben alle geschossen, so sieht es nämlich aus. So, Moment, wo ist denn hier? So, da bin ich auch hier wieder. So, ich glaube aber, ich gehe direkt mal vom Server runter und fahre mal die Drücke schnell raus. Weil ich glaube, so lange wird Vince jetzt auch nicht mehr fahren, ne? Halbe Stunde noch. Halbe Stunde. Naja, und, aber eben bis ich die rausgefahren habe und dann die auch eingestellt sind und so, dann mach ich lieber jetzt gleich. Jetzt Blue Arrow Ray ist Freiburg-Fan. Ja, ich komme halt auch aus Freiburg und ja, dementsprechend. Macht ja irgendwie Sinn. Ja, ist mal meistens Heimat verbunden, ja. Und ich bin halt, ja, also ich halt kleiner Junge bin halt Fan davon, dann bleibst du das meistens auch. Guck, 5, 6 km/h maximal. Ja, nee, heute ein bisschen auf die. Ja. Mach du. Mach du. Aber eigentlich bin ich durch, ja. Nee, es gab keinen Apfelkuchen heute. Pankuin. Heute gab es gar keinen Kuchen. So, ich fahre jetzt 18 Uhr. Was ist Average immer noch 26, ne? Oder ist es jetzt mehr geworden? 27. Und 27, 31. 27, okay. Und halt immer noch dichte Wolkendecke. Ja, ja, ich lass mal 26%, das passt schon. Ich sehe es ja dann, plus minus. Dann. Aber wie viel, hat, wie viel Grad hat Vince aktuell? 31. 31, okay, das sehe ich ja dann gleich. Sache ist. Nee, mach ich morgen, Nick. Wolltest du nicht los, Nick Nax? Nee, Sandwich machen wir morgen, Nick Nax. Morgen, Und für dich, Ray, als Update, wir haben inzwischen 2 Cuts. Das heißt, ich vollende, oder wie? Du musst nicht, ne? Nein, als ob. Ist Spaß, aber ich kenne mich, deswegen. Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, ohne Drive-Thru werden wir das Rennen eh nicht schaffen, glaube ich. Das wird schwer. Lass mich gerade mal überlegen. 31. Wenn ich jetzt halt wüsste, was die Startdrücke von einem Setup sind, was Tobi uns gegeben hat, das weiß ich halt nicht, ne? Was könnten das sein? 21, vielleicht 5 Klicks vielleicht sogar. Oder 5 Klicks weniger. Ja, und sonst kann dir doch mal DCD-Drücke geben, die aktuell Wins fährt. Das war so Orientierung. Ja, wenn er die hat, gerne. Die stehen im Discord im Channel, Ray. Alles klar, im Moment. Ich schubbe. Mit Uhrzeit und Temps und alles. Ja, perfekt. 32. Ah ja, das habe ich sogar fast so eingeschlagen. Fast. Nee, ich hatte heute zum Mittag Lasagne, selbstgemachte Chat. Also,
Nachbarin kommt noch mit Kuchen? Naja, ich glaube nicht. Es ist 17 Uhr. Ich habe noch keine Nachricht gekriegt, dass es Kuchen gibt, also von daher. Oh, weil das vorhin übrigens jemand geschrieben hat, wegen den Primetime-Stints, ne? Meine Primetime-Stints sind immer nachts, by the way. Also ich bin halt Nachtfahrer. Ich fahre am liebsten nachts. Ich fahre am liebsten abends. Ist doch super. Haben wir ja schon mal unsere Lieblingsdienst bekommen. Ja, Nacht ist Liebe. Ich liebe auch Nacht. Ja, deswegen fahren wir auch nachts immer zusammen. Das weiß ich mal, ne? Mhm. Das ist ja halt schon so ein Nachttauben oder so. Wann fahre ich heute Nacht? 0.15 Uhr, glaube ich. Ich denke mal nach meinem Doppelstin dann, denke ich. Ja. Ich bin irgendwann um 12:30 oder sowas um den Dreh fertig. Ja, dann genau, danach dann. Ja. Und danach dem von diesem bin ich nochmal dran, von 3 bis 5 und dann bist du nochmal von 5 bis 7. Ja. Zum Himmel. Boah, den Chat ja, nehmen wir uns richtig Sandwiches, Mann. Hi, danke fürs Follow. Ja, Sappen geht bei mir nicht, ne? Schön machen wir uns Peter morgen früh. Oh! Im Opti-Grill, das fühle ich, Chat. Ich glaube, ich werde einfach sterben, weil es so geil wird. Bitte nicht, wir brauchen die noch. Oh, Remo, Opti-Grill, ich sag's dir, geil ist der Scheiß. Was ist ein Opti-Grill? Ja. Also, wenn du, Remo, wenn du richtig rein dive willst, dann gibst du Opti-Griller bei YouTube ein und dann machst du mal volle Gönnung. Okay. Und da gibt es richtig geile Videos, dann kriegst du richtig Kohldampf. Oh ja. Kann man den in der Schweiz auch kaufen oder ist es so ein Deutschland-Only-Produkt? Nee, kannst du ja in der Schweiz kaufen. Auch in der Schweiz kaufen. Achso. Ja, du lachst. Also gerade Beispiel Amazon ist hier nicht so einfach. Echt jetzt? Okay. Ja, okay, Amazon ist nicht Schweiz. Also du kannst die Schweiz nicht auswählen. Ja, es gibt kein Schweizer Amazon-Lager dann, oder wie? Nee. Nope. Ah, okay. Du musst immer also, an die Grenze. Genau, also ich habe auch zum Beispiel in Lotstetten habe ich auch ein Postfach. Danke für euren Support und eure Unterstützung. Ja, und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Oh. Tschüss, raus, peace, schubi. Das wissen viele Deutsche nicht, dass wir einfach keine Amazon haben. Und das ist für viele Deutsche auch so. Und ihr lebt noch? Das geht? Ja, what the fuck? Mit dieser klugen Nachricht grüße ich euch alle zusammen. Die Schweizer Gegenstück wahrscheinlich dazu. Ja, wir haben es dann aber teilweise auf ein paar verteilt. Also zum Beispiel Digitech ist halt ein super Ansprechpartner. Also Digitech Galaxus für... So alles rund um PC, Peripherie, aber da gibt es auch allgemeine Sachen, so, keine Ahnung, Outdoor, ja, alles mögliche. Aber Amazon hat natürlich doch schon noch ein deutlich größeres Angebot. Nee, morgen ist nicht mit Stay Affiger, das ist nächste Woche Freitag und wir machen morgen Süßkartoffeln, Paprika, Zwiebeln und veganes Hühnchen-Patty irgendwie. Ich habe das mal gekauft, um es auszuprobieren. Auf dem Opti-Grill. Und dann knallen wir das Ding in den Pita rein. Und dann schmeißen wir den Pita da rein, schmeißen Mozzarella dazu und dann ist das unser Frühstück morgen. Aber das Ding ist ja, wenn ich jetzt den Reifen doppelt zünden möchte, ja, dann müsste ich ja die Drücke schon für beides einstellen, oder? Jo. Puh, okay. Ja, oder könnte ich mir neun... Achso, nee, das macht auch keinen Sinn, oder? Weil dass ich ja quasi meinen späteren Doppelspin zweimal mit abgefahrenen fahre, die von vorhin quasi. Oder das ist dumm. Kannst du auch machen. Dumm, ne? Weil dann könnte man halt die Drücke jedes Mal anpassen, so gesehen. Einziger Nachteil daran ist, wenn du ja einen Reifen doppelstintest, dann musst du ja dementsprechend in der Box auch nur tanken. Dann sparst du dir... Ah, deutliche Zeit Standzeit. Halt okay, und, okay. Und du bist gegen Ende mit dem Reifen eingegroovt. Ja, ich weiß, es ist auch eigentlich so, dass man angefahrene Reifen, wenn die mal abgekühlt sind und dann wieder erhitzt werden, ziemlich scheiße sind anscheinend. Also ich weiß nicht, inwieweit es simuliert wird, aber in Real Life ist es ja wirklich so, dass die dann so eine ganz eklige Schicht bilden und bis die wieder runter ist, da bist du erstmal am Rumschmieren. Also ich würde dir grundlegend aber auch eher empfehlen, deinen zweiten Doppelstint den Reifen zu fahren.
Ja, ich bin halt am überlegen, ob ich halt beide dann... Das wäre mega, so. Weil dann kann Niklas nämlich durchfahren. Ja, ja, eben, deswegen meine ich ja. Dann würde ich halt beide machen und es sei denn halt, ich würde jetzt merken, okay, fuck, die gehen halt gar nicht mehr oder so. Ja gut, das kann man ja dann immer noch entscheiden. Genau, genau. Aber jetzt so von Idealfall würde ich es eigentlich, glaube ich, schon mal gern probieren, dann beide zu doppelstinten. Das ist natürlich cool, ne? Chat, ich, also nur mal so nebenbei, was mir gerade in den Sinn kommt, ne? Den Opti-Grill, den kann man auch übrigens bei Alternate kaufen. Oh, ehrlich? Hashtag Werbung. Dann nehme ich, eher jetzt ein bisschen härtere Drücke mit, weil Temperatur ja eher fallen. Ich werde mir aber auch noch einkaufen, Chat. Wir machen, denke ich mal, nächste oder übernächste Woche machen wir mal eine komplette Opti-Grill-Woche, Chat. Wir ernähren uns nur von Opti-Grill-Sachen. Opti-Grill-Diät, alles klar. Ja, wieso Diät? Kannst ja auch Gemüse ja, und alles drauf machen. Oh Gott, Taco, da küsse ich aber sowas von deine Augen. Das machst. Oh. Wie sieht's mit Drucken aus? Gibt's die schon? Ray arbeitet noch da dran, ne? Okay. Wie viel Zeit hast du noch im Taco? 26. Entschuldigung, Ray, ich habe nicht beides gemutet. Sorry. Alles gut, alles gut. Das ist ja nicht das Problem. Mir ist, was ich vorher blöd fand, war. Dass der eine labert im Teamspeak, der andere labert im Discord so. Und es war, aber ist egal, es war jetzt halt der Start. Alles gut. Nee, eigentlich, ehrlich gesagt, will ich Stay sein Opti-Grill gar nicht haben. Der ist nicht so schlau. Tut mir leid, Chat, aber der ist, also ganz ehrlich, den kann er eigentlich behalten. Der ist nicht so gut. Ich hätte gern einen schlaueren. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Ich habe den Opti-Grill kurz gegoogelt. Im Endeffekt ist es eigentlich ein Sandwich-Maker, einfach in der Grill-Variante. Welches so richtig. Ah, es ist ein bisschen intelligenter. Der kann halt so Garzeiten von Fleisch bestimmen und sowas alles. Oh, also könnte man schon. Okay, ist ein sehr, 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 sehr intelligenter Sandwich. Aber über den Sinn werden die Reifen kaum kälter tatsächlich. Es ist ein Unterschied von 0,1, ob das jetzt voll ist oder halb voll gefühlt. Weil desto simpler in der Küche, desto geiler, finde ich. Ich koche zwar gern, aber wenn es simpler geht, immer. Ich muss kurz mal gucken, was kostet denn Opti-Grill XL? Ach so, Elite XL. Da muss ich aber los. Also, wenn schon, denn schon das richtige Modell hier. Opti-Grill plus XL. Da bin ich aber, da gehen. Oh Gott, da Chat, da müssen wir reingehen. 250 Flöten, Alter. Ja, geht ja. Also Franken oder Euro? Nee, nee, Euro. Ich guck gerade Euro. Ja gut, Euro geht eigentlich auch. Chat, die Sparflamme ist an für die Küche. Echt? Gibt's noch für 300 ein? What the fuck? Ist das denn noch ein anderer? Den findet man gar nicht jetzt gerade, also so auf die Schnelle. Wie heißt das Ding? Opti-Grill Elite XL. Ja, habe ich eingegeben. Findet er nicht. Das wäre gerade insofern interessant, weil ich plane in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall auszuziehen. Ich suche mir gerade aktuell einen schönen Neubau zu kaufen. Ich will bei meinem Papa mal raus. Alter, unglaublich. Oh, Chat, da gehen wir aber sowas, da gehen wir rein, Chat. Oh, da gehen wir sowas von rein. Boah, es gibt ja sogar plus XL, what the fuck? Gott, Chat.
Oh, den gibt's sogar mit Backschale? Oh, Chat. Der ist halt okay. Der ist halt Poggers. Den brauche ich, Chat. Dann kannst du ja seinen lumpigen alten wieder haben. Also, nee, wartet kurz. Ich schenke ihm den dann. Kann er den. Dann kann er das. Kann der Geringverdiener das mal benutzen. So, jetzt habe ich's. Das Geld von Moneypool wird umgeleitet. Nee, mein Moneypool ist unter dem Stream offen. Immer. Jeden Tag. Oh, den brauche ich halt wirklich, Chat. Oh, wir. Jetzt wirklich ohne Scheiß. Nächste Woche machen wir Opti-Grill-Plan, Chat. Und dann werden wir uns nochmal eine Zimmentaler Ferse bestellen. Das machen wir auch noch. Dann machen wir noch einmal richtig Gönnung im Food und Fall, Chat. Und dann machen wir irgendwas Schönes mit dem Opti-Grill und dem Steak. Dann werden wir das mal so richtig schön zelebrieren. Das sage ich euch. Mit ganz viel Liebe. Du und ich. Mhm. Da sehe ich uns. Kurzer Statusbericht. Wir fahren, glaube ich. Wie, wir fahren? Wir fahren. Also, wir fahren noch. Achso. Erste Anzahlung KEKW. Andi, danke für 13:37 Uhr. Alles klar. Okay, Opti-Grill. Here we come. Nee, der Opti-Grill Fog Warrior ist ja für, ist ja quasi für die Küche, für Content. Ich glaube, Chat hat auch Bock auf Opti-Grill-Wochen. Schreibst du das rein, Dizzy, oder soll ich es einfach reinschreiben? Wenn es für dich einfacher ist, kann ich das schnell machen. Ist es für dich einfacher, wenn ich das schnell mache? Dann musst du es mir einfach nur sagen. Ja, das ist halt einheitlich, dachte ich. Und du hast schon deine... Ach. Warte, Ray... Ein... Fuck. Ey. 28. Ich hab das Ding ja nicht mal überfahren. 27. In Winko bleib im Vorkurs, fahr einfach weiter. Lass dich von sowas nicht ablenken. Ich habe halt 3 Cuts gesammelt in 2 Stints. Das ist ein bisschen lasten gerade. Ja, und jetzt vorliegt das Problem. Einfach weitermachen. Gab Teams, die haben schon 2 DTs. Sag an, Ray. Kurz nochmal eine Verständnisfrage. Wenn es kühler wird, dann gehe ich eher hoch mit dem Drücken, ne? Richtig. Ich bin gerade voll verwirrt. Ja, und wenn Sprit rausgeht, gehen die Drücke nach oben. Nee, das ist klar. Nee, dann passt es so. Dann mach 25,6, 26,7. Ja, weiter. 25,5. Zweite Anzahlung KEKW. Ja. 26,4. Also ich wiederhole nochmal. 25,6, 26,7, 25,5, 26,4. Ja, im Prinzip eigentlich dasselbe, nur dass halt auf der rechten Seite ein Klick weniger ist. Okay. Also die Temperaturen müssten ungefähr noch 4-5 Grad fallen zwar, aber ich glaube, wenn ich den Reifen eh durchprügel, dann... Ja. Vince? Wärst du bereit für Reifendrücke? Ja. 25,6? Medium, Discord. Kannst du so einstellen, danke. Ist okay. Smooth. Nee. Smooth. Dankeschön auch an dich für 13:37 für die zweite Anzahlung für einen Opti-Grill. Alles klar, ich weiß Bescheid, Chat. Ich hab so ein Gefühl, Stay kriegt sein. Stay, ja. Wir schenken Stay bald einen Opti-Grill, Chat. Doppelzündet Vince auch gerade? Nee. Er freut sich bestimmt. Na klar. Einfach mal Stay gönnen. Voll gut. Ich gönn Stay alles.
So, ihr beiden, ich gehe mal kurz frisches Wasser holen, meine Katze füttern und mal nach meinem Bruder gucken. Ja, mach mal. Bin uns so in spätestens 10 Minuten wieder da. Ja, mach das. Alles klar. Gleich. Ich wollte eigentlich auch schon vor einer halben Stunde mal raus, aber hat sich nicht ergeben. Stay brauchst ja auch. Der kann ja auf gar keinen Fall selbst leisten. Bagger, das weiß ich doch. Ich meine, man muss ja auch seine Geringverdiener-Freunde unterstützen. Bis jetzt ganz gut, Hupenklaus. Wir kommen sehr gut durch. Nee, ich habe noch nicht bei Limau reingeschaut. Ich weiß nicht mal, wo das übertragen wird. Ich glaube Eurosport, ne? Irgendwie sowas. Gibt's keinen YouTube-Stream dazu? Nee, ich glaube nicht. Limau hat so eine eigene Lizenz. Oh. Es wird nicht umsonst übertragen, auf jeden Fall. Oh. Auf Nitro? Ich glaube nicht mal Fernsehen. Ah, Nitro. Okay. RTL Nitro, okay. Komplett oder nur wieder Highlights? Weil diese Highlight-Geschichte, die kannst du dir auch schenken. Eins Fahrer streamt auf YouTube. Oh, okay. Eurosport auch. Komplett. Ja, das ist schon belastend, Lino. Ich finde dann ein bisschen blöd. Er hat schon 4000 Euro gespendet. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch schon eine Menge gelassen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Wir waren alle sehr... Wir waren alle sehr geberlaunig heute. Nicht so generell. Bei Hochwasser und bei den Kindern habe ich auch noch was reingezimmert. Okay, okay. Habe ich das richtig verstanden? Nils kauft seiner Vermieterin einen Opti-Grill? Ja, genau. Das ist richtig. Ich kaufe meiner Vermieterin einen Opti-Grill, ja. Ich tausche Opti-Grill gegen ein Jahr Kuchen. Magar, den Kuchen kriege ich auch so. Ich bin halt immer so lieb und bringe Sachen vom Einkaufen mit. Und bin halt so auch immer voll süß und nett. Ist kein Problem. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf so eine Opti-Grill-Woche, Chat, wo wir so 3, 4, 5 Mal in der Woche mit dem Opti-Grill Essen machen im Stream. Jetzt habe ich da so richtig Bock drauf. Scheiße, was haben wir da nur angefangen, ey? Okay, ich glaube noch mal ganz kurz auf die Toilette. Jo, mach das. Muss ich jetzt erstmal ein Sandwich machen. Das machen wir morgen früh. Ey, da bin ich richtig gespannt drauf, Iris. Da bin ich richtig gespannt drauf, was das morgen wird. Ich bin echt gespannt, wie die Süßkartoffeln performen auf dem Opti-Griller. Ja, morgen, das machen wir zum Frühstück, Virus. Also morgen, da ja Stay und meine Wenigkeit morgen nicht zusammen Frühstücksfernsehen machen, habe ich mir gedacht, machen wir einfach alleine Frühstücksfernsehen. Ich habe jetzt alle Dinge zusammen gekauft. Also ich habe Paprika geholt, frische Zwiebeln, Süßkartoffeln. Danke, Bentley. Süßkartoffeln, dann habe ich mir noch Mozzarella geholt. Das heißt, wir noch Blinker, weißt du, wo ich hin muss. Mozzarella habe ich noch geholt, dann Pita. Und weil ich das mal ausprobieren wollte, so ein Hähnchen-Vegan-Ersatz. Also soll wohl wie Hähnchen sein, schmecken, I don't know. Weil ich mache ja gerade vegetarischen Monat auch. Oder nee, den Sonntagsbraten-Monat, so ist richtig. Und ich wollte noch irgendwie was so ein bisschen anderes drin haben. Ich bin auf die Futonfälle gespannt. GC760D Opti-Grill Elite XL. Merkwürdig, Dankeschön, aber nicht für 13,37. Mensch, der Opti-Grill gibt bald einen neuen. Ich kann es spüren.
Nee, leider nicht, Lorca. Ich habe mit Jay regelmäßig Kontakt. Also ich frage immer mal, wie er Zeit hat, aber der ist super busy. Aktuell. Ja, ich stream das Frühstück und das Rennen gleichzeitig. Wir machen dann Bild in Bild morgen. Zum Frühstück. Yeah. Also ich lasse die Jungs dann fahren, dann gehe ich in die Küche. Dann könnt ihr aber den Jungs trotzdem weiter zuhören und das Rennen gucken und ich mache in der Küche dann Essen. Machen wir morgen. Hier wird gerade geschrieben, Fazit zum Stream bisher, Opti-Grill. Das ist, es tut mir wirklich leid, aber das ist gerade bei mir ein sehr großes Thema. Ja, ist ja alles gut. Weil wir, also ich sag mal so, seit letzter Woche Sonntag sind wir sehr begeistert von dieser Gerätschaft. Ah ja, ist doch gut. Mhm. Ich erinnere mich ja nochmal dran, wir hatten auch mal ein 24-Stunden-Rennen, da ging es nur um Eiscreme. So, das ist dann auch irgendwann zum Running-Gag geworden. Und dann war ich auch mal weg. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Und dann hat halt, ich weiß nicht, ob es Duki oder Michel war. Einer von beiden hat auf jeden Fall halt einfach behauptet, dass halt ich noch nie Eiscreme gegessen habe. Und die haben sich dann halt so reingesteigert, bis es halt alle geglaubt haben. Da kam ich halt zurück und dann kam halt irgendwann halt ganz oft die Frage, ja, wie es dazu kam, dass ich noch nie Eiscreme gegessen habe und so. Und ich so, hä, was ist jetzt los? Aber war dann lustig, ja. Das ist wie die Waschbär-Geschichte. Ja gut, die war halt... Die war halt insofern lustig, weil er uns halt deswegen sitzen lassen hat, ne? Aber ja, da warst du ja dabei, das ja, war ja genau das Rennen, wo du... Ja, Daytona, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich bin nicht da, ich muss Waschbär essen. Alles klar. Das war großartig, ja. Moin, Socke, ich grüß dich. Das war großartig. Ja, Ingo, dann weiß ich Bescheid. Aber ich weiß nicht, ob ich meine Blicke so krass davon, dann von dem Rennen hier weglenken kann. Ey, Virus, ohne Scheiß. So kurz. Was ist denn da vor mir für eine Pace? Ich hatte nun wieder die Meldung mal, dass ich aufhole. 1,56, 2 die letzten zwei Runden. 1,56,6. Okay. Virus, ich bin wirklich gespannt. Gib mir mal dein Feedback. Ich versuche mir das mal zu merken. Gib mir mal dein Feedback, wie du das empfunden hast. Ey, ohne Scheiß, Simtaler Ferse, Chat. Von Don Kane. Bestes Stück Fleisch, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Zeige ich euch so wie das, period. Und dann die Salt Flakes noch dazu. Dankeschön. Oh, Sinnwechsel müsste in knapp 10 Minuten sein. Vielleicht ein bisschen darunter. Ja, so circa, nee, 5 Minuten ungefähr, denke ich. 5? 6? Schaffen wir ja nicht ganz die... Obwohl, nee, du hast recht, müsste noch so 10 sein ungefähr. Weil die anderen ist ja, er voll ja ausgefahren. Ja, also, perfekt. Das sanfte Gefühl, Maga, die, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Fasern und die Schichtungen von dem Fleisch, wie die das, Alter, das, ihr müsst das mal, wenn ihr das irgendwann ausprobieren könnt oder die Möglichkeit dazu habt, probiert das aus. Alter Vater, das ist einfach, ich bin wirklich dahin geschmolzen. Ich hab noch nie so ein geiles Stück Fleisch gegessen, noch nie in meinem Leben. Und an diesem Punkt habe ich mich entschlossen, nie wieder. Ja, ja, genau, ich fahre jetzt dann. Im Supermarkt Fleisch zu kaufen. Nie wieder. Meine mehr. Habe ich mir ab dem Punkt abgewöhnt. Uff. 10 Minuten. Danke, Krabi. 10 Minuten sind noch. Ich hab 10 Minuten. So, jetzt alle nochmal. 10 Minuten, bitte. 10 Minuten. 10 Minuten. Ich habe noch 20 Liter dabei. Ich habe für 7 Runden Sprit. Kann man sogar fast noch abtanken, gefühlt auf 110 Liter. Könnte ich einstellen, wenn ihr wollt. Das bringt uns keine Zeit, Vince. Ach so. Doch, ja, kannst du machen. Wagyu fand ich nicht so lecker, muss ich sagen. Also Wagyu hat mir nicht so zugesagt. Was weißt du, was man jetzt einspielen muss? Was denn? Stoibers 10-Minuten-Video. In 10 Minuten! Ach so! 10 Minuten noch. Oder waren es
Chat, wie viele Minuten waren es jetzt eigentlich noch? Kann mir das kurz mal jemand sagen? Uff, wenn meine Berechnungen stimmen, noch 10 Minuten. Von München Hauptbahnhof bis, also im Zug sozusagen mit dem Flugzeug. Bis zum Fahrerwechsel, so 10 Minuten. Es sind mittlerweile 9. Steigen Sie in den Bahnhof. Steigen Sie in den Bahnhof ein? Wie soll ich in den Bahnhof einsteigen? Ja, das ist halt auch der die Rede von Stoiber, die ist ja so. Ach so. Kriegst du aber auch nicht mehr zusammen. Der hat ja gesagt, der wollte halt erklären, dass man vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Flughafen halt nur 10 Minuten braucht. Und einchecken kann man aber auch schon bereits beim Münchner Hauptbahnhof und nicht beim Flughafen. Und das wollte halt irgendwie erklären und wollte das noch weiterspinnen im Sinne von, wenn man dann auch noch bis nach Paris fliegen würde, dass man quasi schon im Münchner Hauptbahnhof quasi eincheckt, um nach Paris zu gelangen. So ungefähr wollte er das formulieren. Aber das hat er so kuddelmuddelig erklärt, dass halt er irgendwie gesagt hat, also das musst du dir mal anhören, das geht gar nicht. Okay. Also richtige Wortsülze, was er da rausgehauen hat, auf jeden Fall. Zeit für Flugtaxis. Acht Minuten noch. Eins der besten deutschen Memes. Ich glaube, die deutsche Politik generell ist eins der besten Memes der Welt. Ja. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug 10 Minuten. What the fuck, Alter, was? Genau so hat er es gesagt, ja. Also ist klar, ne? Was für ein Quatsch. Dann hat er noch Heathrow, London und eben halt dann Paris, wie heißt der nochmal in Paris, weiß schon selber gerade nicht mehr. Genannt und so, also ganz weird halt einfach. Paris Saint-Germain war Fußball, ne? Ja, ja, das ist ja, Fußball. Ja, nee, ja. Charles de Gaulle oder sowas. Ah ja, genau, Charles de Gaulle, ja. Ja, Charles de Gaulle, ja. Charles de Gaulle. Da war ich noch nie. Paul Ricard heißt ja, glaube ich. Charles de Gaulle. In Paris? War ich schon mal in Paris? In Paris war ich noch nicht, ne. Wobei es von mir gar nicht so, also relativ schnell geht. Nach es gibt der so eine Direktverbindung tatsächlich von Freiburg nach Paris. Hast du gehört? Nee, was hat er gesagt? Er ist gleich da. Er soll langsam sich... Ist ready. Achso, ja, dann gehe ich mal in Teamspeak. Muss er mir dann noch sagen, wenn er da ist, dass er rüberkommt dann. Ja, er kommt jetzt. Also ich stelle es jetzt so ein, dass man euch weiter hört, aber ich höre euch nicht hier. Nur im Teamspeak. Ja, mach das. Ich weiß nicht, Paris. Also ich überlege gerade, ob ich schon mal da war, aber ich war noch nie in Paris. Muss mir dann noch sagen, welche Settings du gerne haben möchtest für das Auto. Was heißt Settings? PC, Bremsbalance. Achso, lass mal so, wie es ist. Ich stelle es nachher selber ein. Also ich habe gemerkt, so wie es jetzt gerade ist, ist es besser, als was ich gerade die letzten zwei Stints gemacht habe. Denn lieber irgendwo, weiß ich nicht, London oder so. Also ganz kurz an meine Zuschauer, ihr hört natürlich jetzt Dizzy und wenn Remo wiederkommt und nachher Vince weiterhin, nur ich höre sie jetzt nicht. Hallo Race Chat, was geht? Ich war in Nizza. Nizza, Monaco und so, das habe ich schon, das habe ich mir schon gegönnt, aber Paris war ich noch nicht. Oder? Ist das gerade mit den Temps? Aber jetzt wo ich Ray sein. Anzahlung Nummer 3. Ja, das wird schon passen. Team Opti-Grill. Ich sag's euch so, wie es ist, Chat. Ich hab so das Gefühl, den Opti-Grill, der wird noch. Ja, der wird voll heute. Die fahren sich schon von selbst raus, die Drücke. Virus, dankeschön für 1337 für Anzahlung Nummer 3 für den Opti-Grill. Bin peinlichst berührt. Sag's mir, wie es ist. Danke. Okay.
Ich überlege gerade, was die schönste Stadt war. Sagst, wenn du In-Lab hast, ne? Ja, ich mach den nächste Runde, ist dann In-Lab. Ich überlege gerade, was war die schönste Stadt, die ich je gesehen habe. Kennt ihr Franzosenwitze? Ey, bitte nicht so eine Witze, ehrlich nicht. Ihr könntet fürs nächste Rennen das Red Hot Racing Team Opti-Grill gründen. Finde ich gut. Wir müssen noch 21% überzahlen. Wenn man 40% plus, naja, überzahlen, kannst Vater doppelt nehmen. Wenn die Steuer noch zu lang. Final Lap. Ja. Barcelona? Nee, ich überlege gerade. Schönste Stadt, die ich je gesehen habe. Köln. Ha! Köln, Junge. Einfach Köln. Schönste Stadt, die ich je gesehen habe. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen befangen, was das angeht. Aber ich würde schon sagen, so auch von der Customer Experience und so. Ich würde echt London gehen. Ich würde London gehen. London. Und dann Kopenhagen / Stockholm, Helsinki. Also oben die Ecke. Sind vor uns schon gerade welche in die Box? Kann das? Ja, wir waren gerade Achter noch, also muss wohl. London finde ich echt schön, Rhino, okay. Muss ich sagen. Also London hat mir wirklich gefallen. Es geht am Flughafen los. Also ich komme jetzt in die Box. Ja, ich bin. Es geht am Flughafen los. Wobei, ganz also ehrlich. Also, Info Chat, für dich: Ich hatte hier draußen übelsten Abflug, ne? Und irgendwie. Bei mir stoßt es übelst aus, also wenn ich da über den Körper. Also, ich weiß nicht nur, dass du da ein bisschen aufpassen musst. Ja, I don't know why, aber es war. Zürich ist auch geil. Zürich ist auch mega. Wien ist auch geil. Prag, also Prag ist auch sehr sexy, bloß Prag ist halt weniger sexy, wenn man 11 Jahre in Dresden gelebt hat. Aber ich würde schon sagen London. Jetzt geht's los, ich freue mich. Ich würde sagen London. Also, ich hab dir deine Drücke, du fährst 115 Liter, keine Reparaturen, 3 Track Cuts. 3? Geil. Ich bin nicht stolz auf diese Stints. Naja, alles gut. Zähl einfach an. Machst du Motor an oder versuchst du's? Ich kann auf eine Sekunde anmachen. Ja. Ach komm. Ey, die 2 Zentimeter, Alter. 30 Sekunden. Jo. Ich muss mich wieder move, Alter. Ich weiß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Ferienort technisch, sage ich euch so, wie es ist, geht nichts über. Geht nichts über finnische Ostsee, Maga. 5. Im Ferienhaus im Wald. 3, 2, 1. Ja, der Gang. Motor war nicht an und der Gang war auch nicht drin. Motor habe ich eigentlich an. I'm sorry. Dann viel Spaß. Danke. Vincent schön reingekeckt. Vincent schön reingekeckt. Motor nicht angemacht, Gang nicht rein. Großartig. Ich habe nicht gesagt, dass ich Gang angemacht habe, den Motor habe ich angemacht. Alles gut, Vincent, nicht schlimm. Bist super gefahren. Wirklich. Scheiße, bin ich. Ich habe 3 Trackcuts, ich bin einfach von der Strecke abgeflogen und. Na und? Ist doch gut, ist alles gut. Ich hatte halt echt Schiss, ne? Also, ich hatte echt Angst. Also diese Kai hat mich echt überhaupt nicht mehr wohlgefühlt nach diesem Abflug am Anfang. Alles gut. Trotzdem gut durchgekommen. Ja, BB. Immerhin bin ich nicht eingeschlagen, immerhin das habe ich geschafft. Amsterdam. Kisi, warst du schon in Amsterdam? Amsterdam ist auch sehr, sehr schön. Auch sehr schön. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin jetzt weg, ich muss jetzt mich für die Arbeit und Ding, also wir quatschen später, ich wünsche euch noch viel Spaß fürs Erste und wir hören uns später. Bis später, Vince, starke Leistung heute, Küsschen! Jo, Vince.
Amsterdam ist auch sehr schön, stimmt. Ja, Zürich wobei, muss ich natürlich immer oben mitnehmen. Meine Heimatstadt liebe ich einfach. Zürich ist wirklich sehr schön. Fühle ich auch. Zürichsee macht das Ganze einfach noch geiler. Zürich, also Zürichsee unten die Ecke ist einfach, fühle ich. Und dann gibt es ja. Bei Zürichsee irgendwo oben auf dem Hang gibt es so eine Eisdiele. Bagger, geilste Eisdiele EU-West, sag ich dir. Okay. Oh, ich, mir ja, fällt bloß nicht der Name ein. Da fährt man Serpentine hoch und dann ist man oben direkt da dran. Ja. Und dann kann man komplett Zürich und Zürichsee sehen. Also total romantisch. Meine Lieblings-Eisdiele ist in Ascona. Das ist im Tessin in der Schweiz. Hm. Weil da unten hast du halt das ganze italienische Flair, aber trotzdem irgendwie noch die Schweizer Mentalität irgendwo. Finde ich, also ich gehe da auch seitdem ich geboren bin immer wieder in Urlaub, weil wir haben da eine Ferienwohnung. Da gibt es eine kleine Eisdiele und die ist halt direkt am Lago Maggiore. Und der Lago Maggiore ist halt im Gegensatz zum Zürichsee zwischen den Bergen, und zwar richtig hohen Bergen. Das sieht auch richtig sexy aus. Ich kann ja auch Urlaub im Süden der Schweiz Fakt. Sehr. Ich habe vergessen, die Grafikeinstellung umzustellen, mehr fällt mir gerade auf. Deswegen sind die Frames so schlecht. Naja, egal. In Reykjavik war ich auch schon, das ist auch sehr schön, stimmt. Riga ist auch sehr geil. Ich hab schon. Ach, das geht gar nicht, Chat. Es gibt einfach viel zu viele geile Orte auf der Welt. Ich sag's euch so, wie es ist. Es gibt viel zu viele geile Orte. Das ist ja schade. Geraden kann gefahren. Ich das nicht umstellen, ich oder? Ich war mal mit ein paar Kumpels in Wien und wir sind dann von da aus nach Bratislava gefahren. Okay, so muss ich in der Box machen. Wir wollten eigentlich in die Altstadt, weil die sah relativ schön aus von außen, aber wir haben den Weg nie gefunden und sind nur irgendwo draußen in eine Wohnsiedlung umgefahren und da sah es so jetzt eher so semi-chillig aus. Das finde ich, das muss ich unbedingt noch nachholen, weil Bratislava ist, glaube ich, schon hübsch. Ja. Die Altstadt. Ja. London kann ich dir auch nur zustimmen. Ich war jetzt zwar nur einen Tag da, aber der eine Tag war halt mega. Ich mag dieses Arbeiterflair in London so. Yeah. Mhm. Ja. Ja, gerade auch so diese Kombination aus den alten Gebäuden, so Big Ben, Tower Bridge. Aber dann kommst du so ins Zentrum mit den ganzen neuen Hochhäusern. Das ist ein cooler Kontrast. Oder Buckingham Palace, alles was es da ja so gibt. Ja, Wien ist auch immer schön, hübsch. Warst du schon in Luzern? Ja. Auch schön. Ja, Luzern war ich auch schon, ja. Schon viel gesehen von der Welt in meinen 36 Jahren. War echt schon echt viel unterwegs. Also ich persönlich fühle das, wenn man in seinem Leben richtig viel rumkommen kann, viel sehen kann, viel erleben kann. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Fläche von der Erde schon meine Füße gesehen haben. Es gab mal eine Zeit, also als noch ganz am Anfang meiner Influencer-Karriere habe ich Flughäfen gesammelt. Das war auch wild. Aber es geht einfach nichts über Wohnmobil und los. Geht nichts über. Also, ich habe echt schon viele Hotels gesehen und viele schöne Hotels und viele schöne Flecken, aber Wohnmobil geht nichts über. Ach, joi. Schön Off-Season mit dem Ding los. Na, das war's lieber so. Nur im Studium habe ich viel, also durch das Kartografiestudium habe ich viel gesehen. Ich habe halt auch immer schon so reiselustige Freunde gehabt, so für Wochenendtrip, Käse. So, lass mal am Wochenende in Ukraine fahren oder so. Hey, Pascha, moin. Thank you.
schon schön. Erox, moin. So, aber ich hole mir jetzt... Du bist ja da, Remo, ne? Ich bin da, ja. So, dann gehe ich jetzt nämlich mal kurz mir zwei Äpfel schälen. Jo. Und mir ein paar Vitamine ins Gesicht drücken. Und einfach mal kurz aufstehen. Gehst du kurz runter? Welches Land würdest du, wenn du Möglichkeit hättest, jetzt für 4 Wochen bereisen? Nepal. Nepal mache ich mir irgendwann, wenn ich ein bisschen älter bin und ein bisschen fitter bin, dann werde ich nach Nepal für eine ganz lange Zeit und einfach mal komplett disconnecten von allem. Nepal ist ein großer Traum. Warst du schon mal in Japan? Nee. Das ist mein großer Traum. Also so rein, also ich glaube, ich würde es gerne mal sehen, aber so ganz extrem zieht es mich da nicht hin. Okay. Nee, ich muss unbedingt in meinem Leben dahin. Hm. Ich will da so vieles sehen. Ja, Cynex, wir mussten noch kurz über den Opti-Grill sprechen. Dann haben wir über schöne Städte gesprochen. Und dann kam Remo wieder. Und mit Remo unterhalte ich mich ja auch immer sehr gerne. Und naja, jetzt gehe ich aber wirklich Äpfel schälen. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Reisen ist mega nice. Es war ja sehr schade, also Corona kam auch für mich zu einem sehr, sehr ich glaube für viele, zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Weil das hat angefangen, da habe ich gerade frisch meine Stelle aufgehört, also meine Arbeitsstelle, habe ich gekündigt gehabt, weil ich wäre 3 Monate ja reisen gegangen. Und da wäre ich schön ersten Monat in San Diego gewesen, 1 Monat lang mein Englisch aufbessern, in der Sprache, in der Schrift, Rechtschreibung, alles mögliche. Da noch mal ein bisschen was dazulernen und dann 2 Monate mit dem Auto von der West zur East Coast gefahren. Ja, ging ja dann leider nicht, weil ich wäre halt im Mai rübergeflogen. Ja, bis von mal, danke Ende dir. August geblieben. Aber ne, ist halt doof. Ja, ich muss auf jeden Fall, wenn ich in der Box bin, schnell die Grafik umstellen. Das ist sonst echt doof. Ja, das hoffe ich auch, Tim. Die gucke ich aber momentan eher weniger, weil jetzt will ich erstmal wirklich arbeiten, Money verdienen, meine Hobbys nachgehen. Weil als aktuelles großes Ziel oder Plan steht auf jeden Fall der Auszug fest. Also ich bin ja erst 22, nur noch zu Hause. Und ja, als nächsten Step will ich auf jeden Fall ausziehen. Meinte ich, alles selber in die Hand nehmen. Nicht mehr abhängig von den Eltern sein, sondern wirklich komplett auf den eigenen Beinen stehen. Und ja, das Geld halt da rein investieren. Ich will mir, wie gesagt, einen Neubau kaufen. Da unterstützt mich auch meine Grandma mit einem sogenannten Erbvorschuss. Das heißt, was ich theoretisch als Erbanspruch irgendwann hätte. Ich hoffe auch erst bald in irgendwie 50 Jahren. Ich hoffe, sie lebt noch lange. Will sie ihren Enkeln und auch ihren Kindern, tut sie das vorschießen, um eben den Traum des Eigenheims zu ermöglichen, auch schon im jungen Jahr. Weil sie das feiert oder sie hat das halt lieber, wenn sie sieht, was wir mit dem Erbe machen. Und sie das auch erlebt. Finde ich auch ein cooler Gedankensansatz, weil oftmals ist ja auch gerade im Nachgang, wenn es dann um auch noch viel Geld geht, ist Erbe immer so eine schwierige Sache. Da haben sich ja dann leider schon viele Familien kaputt zerstritten daran. Und wenn sie das halt noch während ihren Lebzeiten regeln kann und am Ende nur noch Materielles und halt noch das, was sie als Haus hat, da ist und sie das auch klar mit Testament regelt, dann hast du einerseits weniger Streitpotenzial und wie gesagt, sie sieht halt, was ihre Enkel und Kinder ja, mit diesem Erbe halt machen können und wie die damit glücklich werden. Und das Gedankengut will ich mir auf jeden Fall auch aufbewahren und mit meinen Nachkommen so pflegen. Oh lol, ja, ich hab Knicken aus, Digga. Danke an den Audi.
Ja, ich wäre ein bisschen überall in den USA rumgefahren. Also ich hätte mir jetzt auch dementsprechend irgendwie so eine klassische Route genommen, die dann relativ viele fahren. Es gibt da solche empfohlenen Routen, wo du dann viele Denkmäler, alles mögliche siehst in den USA. Ich hätte mir Rennstrecken rausgesucht. Und da zählen also kleine Trainingsrennstrecken zu Ovalrennstrecken, aber auch zu den ganz normalen großen, so Indianapolis, Cota, alles mögliche zählt dazu. Und ich wäre halt die abgefahren und hätte halt so Rennstrecken gesammelt. Und ich meine, da siehst du dann in der Umgebung auch sehr viel. Gerade vor allem, wenn du dann kleinere Rennstrecken besuchst, siehst du halt mal wirklich so, wie lebt ein Army. Und da bist du ja nicht nur in den ganzen Kulturecken, wo die ganzen auch Touristen hingehen, sondern du bist ja dann mal wirklich dort, wo auch ne, der Army teilweise lebt und existiert. Ja, schön auf jeden Fall. Also, was natürlich bei den Staaten auf jeden Fall nicht so toll ist, ist halt deren Rassismusproblem und auch Politik. Ist in den USA nicht so geil, wenn man ehrlich ist, aber das Land ist mega, so optisch und gerade auch die Dimensionen. Das kann ich mir halt gar nicht so vorstellen, wie das dort ist. Mit, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo im tiefen Nirgendwo lebst, du erstmal eine Stunde fahren musst, bevor du mal wieder Zivilisation hast. Oder Strecken, also so Straßen, die einfach mal so 200 Kilometer geradeaus gehen. 200 Kilometer bist du in der Schweiz schon fast komplett von Nord nach Süd gefahren. Also es sind 300 Kilometer in der Schweiz. Bei uns ist ja wirklich so alles eng aufeinander, alles ausgenutzt. Genau ein Liter Tetrapack mit Milch und bei den Amis kostet die, keine Ahnung, 5 Gallonen oder so. Und das will ich unbedingt auch mal sehen, weil das ist... Ja, man weiß es zwar, aber irgendwie so wirklich vorstellen kann ich mir immer noch nicht. Ja. Ja, das hat auch mein Bruder erzählt. Mein Bruder war jetzt vor einer Woche, war er für 3 Wochen mit seinem griechischen Kumpel und deren Eltern war in Griechenland. Und die waren halt nicht so in den klassischen Hotspots, wo die ganzen Touristen sind, so in Mykonos, Athen, wo auch immer. Sondern wir waren wirklich so neben irgendwo halt, wo halt der Grieche sonst so lebt. Und da erlebst du dann auch mal wirklich Griechenland, wie Griechenland ist. So mit dem Essen, mit der Kultur. Und klar, Athen, Mykonos, alles auch schön und gut, aber es wird natürlich vieles darauf hingezielt, dass der Tourist sich auch ein bisschen heimisch fühlt, aber trotzdem irgendwie dieses Flair, das ist so ein Mix. Aber wenn du es ja wirklich so erleben willst, wie das Land ist, musst du einfach irgendwo ins Nirgendwo raus, in kleine Dörfer zu den Leuten. Ja, true. Oh, Ray hat unsere PB. Nice. Hat aber gerade noch ein bisschen Struggles mit Consistency. Aber holt zumindest mal aktuell auf P7 auf. Das ist gut. Yes. Erox kann ich verstehen, aber ich will es trotzdem mal gemacht haben. Ich kann mir das so nicht vorstellen, wenn du einen Highway hast. Einfach so 200 Kilometer schnurstracks geradeaus geht. Also ich bin ja in der Schweiz schon verblüfft, wenn ich mal so 5 Kilometer einfach komplett geradeaus fahre und nicht irgendwo eine leichte Neigung, Kurve, was auch immer drin ist. What the fuck? Das ist wirklich so, also bei uns auf den Autobahnen, da ist ja immer ein Geschlängel. Ja, das liegt ja aber auch am Gelände. Ja, ja. Du meinst das hier? Warte. Nicht scharf gestellt heute. P6 Waifu. Sind gerade davon wieder rausgekommen. Oceanic. Ja, so sind halt so läuft es ja auch in anderen Ländern.
Weil eben, wenn du 2,5 Stunden Auto fährst in der Schweiz, dann bist du vom Nord nach Süden. Ah, das ist alles cool. Das ist alles du bist halt durch. Da bist du halt durch. Ja. In anderen Ländern bist du gar nicht weit gefahren. Im Verhältnis. Ja. Yannick läuft aktuell okay. So, wir sind aktuell auf 8. Vince hat den Doppelstint zum Start gemacht. Jetzt ist gerade Ray frisch ins Auto. Hat auch einen Doppelstint. Dann bin ich dran. Dann fahren wir nämlich zum ersten Mal den Reifen doppelt, weil das müssen wir. Nee, Ray fährt jetzt auch doppelt. Ja, aber fährt er auch den Reifen doppelt? Ja. Hat er gesagt. Ich meine, er macht das erst um 2. Ach ja, stimmt, er will ja beide machen, ja. Ja. Okay. Meiner. Ray, brauchst du sowas wie guten Zuspruch oder möchtest du mit dir alleine sein? Nee, alles cool. Ich habe nur vergessen, meine Grafik-Settings zu ändern, deswegen dümpel ich jetzt hier mit 40 Frames durch die Gegend, das statt mit 120. Deswegen, okay. Ist es gerade ein bisschen schwierig, an manchen Stellen ein bisschen das Limit zu finden. Aber alles cool, ich stell's einfach dann beim Boxenstopp um. Okay. Ich habe einen Apfelausstecher, ja. Den habe ich mir mal gekauft, weil ich sehr gerne Äpfel esse. Das sind auch geile Früchte. Nee, das nächste Ziel ist einfach Opti-Grill Elite XL. Das nix Japan oder Tokio. Opti-Grill. All the way. Drizzle, also Apfelausstecher ist wirklich eins der geilsten Utensilien, die es gibt. Für was braucht man einen Apfelausstecher? Den setzt du an auf dem Apfel, oben auf dem Stiel, dann drückst du ihn runter und dann ist dein Apfel fertig zum Essen. Brauchst du nicht mit dem Messer rumfuchteln, gar nichts. Aber ich sag's mal so, die meisten fuchteln da mit dem Messer rum und machen das so, aber ey. Nee, so esse ich Äpfel nicht. Sonic. Ich mag Äpfel lieber so. So. Da muss aber gerade etwas richtig Dickes passiert sein bei dem Bimser, dass wir da wieder so aufholen. BMW hat eine Drive-Thru. Okay. Wegen Track Limits. Danke an den AMG. Grüße gehen raus. Was meinst du damit, Stoppkuh?
In Le Mans fährt wieder einen zu regnen. Schön, schön, schön. Kühle. Hier geht die Sonne auf, das freut mich. Stimmt, ja, das Wetter macht voll auf. Auch gut. Ja, Maga, wenn, also natürlich, wenn der Opti-Grill hier ist, machen wir Opti-Grill-Reise. Ganz klar. Ich kann es echt nicht erwarten, dass morgen früh ist und wir das Ding, das Essen da zubereiten. Ich bin echt ziemlich heiß darauf. Das wird, glaube ich, ein ziemlich gutes Frühstück. Doppelstintig wird's wild, glaube ich, wenn Ray das machen möchte. Ja, fährt teilweise zu schnell in die Kurven rein, deswegen überfährt das Auto. Ist natürlich nicht so optimal. Ey, Mizi, du bist aber auch so krass, du liegst nur noch auf meinen Schoß seit Tagen. Ich bin noch hier. Bist du, schläfst du sonst auch immer woanders? Was ist los? Also nicht, dass ich das nicht mag. Sechsmal müssen wir doppelt stinten. Also sechs Reifensätze. Ob auch Waschbär auf dem Opti-Grill funktionieren? Da muss ich mich immer fragen. Wie hatten wir unsere Prediction? Top 5, ne? Da müssen wir mal ganz schön reinhauen. Für Top 5. Na, mit 120 FPS wird er wahrscheinlich schneller fahren. Also können wir ja von ausgehen. Mindest konstant auf jeden Fall, ne?
Say hello to my little friend. Oh. Seabear, danke schön für 5 Subs, Maga. Vielen Dank, dass du einen spendiert hast. Bis keiner mehr. Nee, warte mal, jetzt. Gurke, das ist kein Hustensaft, das ist eine ungenutzte Bierflasche. Eine Bierflasche mit 2 Liter Bier drin, die ist inzwischen gefüllt mit 2 Liter Wasser. Er meinte, meinten Sie 2 Liter Hustensaft? Schön, schön. Danke an den Fefe. Also, wenn ich so 2 Liter Hustensaft gerade am Wegsüffen bin, dann. Hui. Da weißt ich du Bescheid. Fit. Nach vorne. Der Vorhandschwert 1,563. Oh, okay. Wie viel? 1,563. Nö, nö, ich bin nicht gefrustet. Alles gut. Es ist nur halt ein bisschen schwierig halt. Ich kann nicht so richtig ans Limit gehen. Das ist ein bisschen schade, weil wenn ich es versuche, dann rutsche ich eher drüber hinaus oder so. Deswegen versuche ich jetzt eher, das Ding stabil und sicher zu lassen, möglichst die Reifen nicht zu sehr zu überfordern. Wenn ich die nämlich doppelt zinden will, dann habe ich jetzt auch nichts davon. Wenn ich jetzt auf Teufel komm raus das versuche. Deswegen, ich versuche jetzt einfach den Stint möglichst heile und mit einer halbwegs ordentlichen Pace zu Ende zu fahren. Und dann switche ich da schnell die Grafik-Settings in der Box und dann sollte das dann schon passen. Naja, die lange Gerade ist ja fast wie eine Box. Also. Besser sowas als jetzt irgendwie ein Disconnect oder sonst was, ne? Also deswegen, das sind ja jetzt kleine Störungen. Da gibt es dann den Fix in der Boxengasse, gibt es dann quasi das Panzertape in der Boxengasse und die Sache ist geritzt. Das Panzertape in der Boxengasse. Oh. Kommt gerne zum Einsatz. Du willst nach deinem Doppelstint schlafen, oder? Vor allem im zweiten, ja, also dann um 5 Uhr morgens. Okay, bis dahin bleibst du aber wach. Genau. Weil ich habe dafür auch heute etwas ausgeschlafen. Ja, weil dann würde ich nämlich nachher gegen. Ich glaube gegen 8 oder so, vielleicht mal ins Bett huschen. Hm? Oder um 7, damit ich ein bisschen schlafen kann für die Nacht. Also zumindest ein kleines Mittagsschläfchen. Ja, ist für mich cool. Da, das kannst du auf jeden Fall machen. Ja, damit Ray nicht alleine ist dann. Ja, nee, nee. Ich bin da. Ja, dann bin ich, denke ich mal, von um 12 bis durch. Da. Ja, genau, solche Rutscher sollten halt nicht passieren, weil das kostet jetzt Reifen und das ist halt, ja. Wird auch weniger passieren, wenn man ein bisschen fährt. Ärgerlich. Ist halt so. Gut, also wenn du gegen 7 pennen gehen willst, das wäre nee, ja acht, in... 8. Ach, um 8. Okay, ja, weil dann habe ich dann noch... Dann ist ja noch jemand da, während dem ich schon mal meinen Druck dann nachher... Ja, ich bleib so lange da, ist gut. Sehr gut, sehr gut. Ich gebe es darum, dass halt keiner alleine bleibt. Mhm. Aber ein bisschen schlafen sollte ich schon noch. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, ein Ricola hilft dir auf jeden Fall. Ich habe leider keinen zu Hause. Das müssen wir traurig. Bevor ich nicht meinen negativen Corona-Test habe, kann ich auch nichts mehr einkaufen.
Aber leider dauert es gerade momentan ein bisschen länger, weil viele gehen aktuell auch nicht nur wegen Symptomen halt testen, sondern auch damit sie irgendwo nachher, keine Ahnung, eine Bescheinigung haben, um in Feiern gehen zu können und Urlaub, weil die ja dann nicht impfen wollen. Deswegen dauert es momentan aktuell ein bisschen länger, bis man das Ergebnis hat. Bis dato verlasse ich halt das Haus gerade nicht. Ich selber bin schon geimpft. Aber du kannst es ja trotzdem kriegen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Schön auf den Draht raustappen. Das wär's. Geht aber auch spät auf Eisen, du. Ey, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, ob ich es habe und ich will halt überhaupt, ich will halt nicht schuld daran sein, dass ich vielleicht nachher an mir Leute anstecken. Ja, ist nicht ganz so lustig. Aber ich hoffe mal, der Bericht ist negativ und ich habe auch eine Sommergrippe erwischt. Jo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Schon so lange her. Dieses Jahr hat es mich jetzt sogar ein bisschen öfters erwischt. Also das erste Mal war im April. Das lag daran, weil ich habe ja im Februar und März richtig viel Überstunden gearbeitet. Also ich habe gekrampft wie so ein Kranker. Mhm. Also gefühlt nur Überstunden gemacht. Ich hatte gar kein Privatleben mehr. Ja. Und stand so unter Stress. Der Typ in der Cam muss ja auch fahren. Dass das, und nicht reden, ne? Ja, im April hat er dann nachgelassen. Und das ist ja öfters Leute, so, dass, Leute. Wenn du zu viel Stress hast, dass sich die Krankheit sozusagen irgendwie rausschiebt. Ja. Bis du dann krank wirst. Und dann im April hat es mich halt voll erwischt mit der Grippe. Ansonsten war ich halt noch während, nach der Zweitimpfung von Corona, war ich halt einen Tag komplett Knockout. Ja, und halt jetzt. Weil mein Bruder irgendwo was aufgefangen hat und wir halt immer noch zusammen wohnen. Das Krankwerden dieses Jahr ist einfach auch wieder ein guter Reminder an mich selbst. Ich sollte wieder mehr, noch gesünder essen und mehr Sport machen. Jo. Auf jeden Fall. Und viel, viel und nur kalt duschen und baden. Mein Immunsystem wieder mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Jeden Tag ein Apfel, meiner. Jeden Tag ein Apfel. Sag mal, Chat, habe ich einen Disconnect von meinem Chat oder schreibt einfach gerade keiner? Ich frage für einen Freund. Ja, okay, alles klar. Ja, kalt duschen ist ein super Hack, braucht aber im ersten Moment ein bisschen viel Überwindung. Also gerade wenn man ein sehr akkurater Warmduscher ist, dann ist natürlich instant auf kalt duschen zu gehen, ist schon... Muss man machen, aber gegen Kälte sich abzuhärten ist halt immer geil. Jetzt bleib mal ruhig, hab den Streamer, sag mal, Miss Goldmarie, Entschuldigung, Verzeihung. Opti-Grill, Opti, okay, das ist unser Ding jetzt, Chat, ja? Gut. Gut. Ja, die erste Impfung lief bei mir eigentlich auch easy. Bisschen am Armschmerzen, aber... Genau, die Leute, die immer reden hören, die sitzen auf der Rückbank. Wir fahren nämlich einen Ferrari-Kombi. Ferrari-Kombi. Gibt's überhaupt Deswegen Fahrrad? Sind wir auch in der Topspeed ein bisschen langsamer. So. Hat der uns gerade fett genannt? Wow.
jetzt rum? Ich habe mir gerade ein paar Äpfel geschält, sehr gut. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir noch mal fix was zu essen mache vom Schlafen gehen. Warum nicht? Ich habe nämlich noch so ganz leckere Lasagne. Die könnte ich mir fix in den Mikro schmeißen. Ja, let's go. Mir das dann in den Kopf reinböllern und dann nachher schlafen gehen. Klingt nach einem sehr guten Plan. Mhm. Ich fahre heute Nacht erst, Siggi. Ich fahre um 0.40 Uhr erst. Ich gehe gleich noch schlafen. Ich fahre erst wieder in the middle of the night. Up and walking in my sleep. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin da dran am Beamer. So, schön Windschatten ziehen. Denn der BMW macht riesen Windschatten. Ja, warum nicht, Siggi? Na, drin bleiben. Mit dem anderen Zeller wären wir vorbei. Ich wollte gerade sagen. Was macht der Bimser? Das klingt auch geil, ja. Ich hab mir diese Woche mal Gnocchi gemacht mit einer so Eigenkreation an Rahmfleischsoße, kann man dem sagen, mit Hackfleisch. Und noch ein bisschen Sugo auch drin. Also für die, die nicht wissen, was Sugo ist, ist Tomatensoße in geil. Vom Nachbarn oben. Vom Fernando. Ja, das werde ich dann diese Nacht auch köstlich verzehren. Da habe ich mir nämlich direkt zwei Portionen gemacht. Einmal für unter der Woche und fürs Weekend. Ripper Joe müsste eigentlich im Setup Sheet verlinkt sein. Also ich hoffe, dort, wo ich dann irgendwann hinziehe, habe ich einen italienischen Nachbarn oder Nachbarin, die richtig gut kochen können und die auch eigenes Sugo machen. Aber wenn du wirklich einen Nachbar hast, der geiles eigenes halt Sugo macht, das ist schon Gold wert. Ja, fühle ich sehr. Meine Nachbarin ist auch einfach eine 12 von 10 in der Coke. Nice. Wenn du geil kochen kannst, ist das generell geil. Ja. Das ist ein Skill, mit dem kannst du wirklich krass flexen. Das zu Recht, weil... Oh, das war klar. Gut kochen ist einfach geil. Weil desto besser du kochen kannst, desto besser isst du selber. Das ist halt nice. Das stimmt nicht. Ich glaube, viele Köche machen in ihrer Freizeit sich eigentlich nur Quark. Kann ich zumindest von meinem Bruder nicht bestätigen. Also mein Bruder ist auch gelernter Koch. Und was sich der teilweise zu Mitternacht noch als Snack kocht, oi. Oi. Das würden sich viele als Hauptmahlzeit zum Mittag wünschen. Da schmeckt es dann auf einmal in der ganzen Bude nach leckerem Lachsfilet oder irgendwelchen schönen Garnelen in geiler Soße. So richtig, als wärst du in Italien. Der macht dir noch ein Ribeye-Steak mitten in der Nacht, der... alles. Also der... Das, und das Miese ist, er kocht meist nur für sich. Weil er fragt uns, haben wir Hunger, aber er fragt halt in seinem... Also er steht in seinem Zimmer, fragt, ob wir Hunger haben. Und da wir das dann logischerweise nicht hören, antwortet ihm auch niemand mit Ja. Und dann ist das für ihn natürlich ein Nein. Und dann kocht er nur für sich. Und dann sagt er sich, ja, ich habe ja gefragt. Großartiger Typ. Sympathisch. Aber was sich der Teil so für geile Sachen kocht, ist schon frech.
Er muss gut kochen. Ich flex ab heute mit dem Opti-Grill. Schön. Ich glaube, ich hab selten jemanden oder selten eine Gruppe von Menschen so hart influenced wie mit dem Ding. Und das war nicht mal mit Absicht, Chat. Sorry. Das war nicht mal mit Absicht. Muss man eine Partnerschaft mit Opti-Grill ranholen? Ich habe mein Management schon gefragt, ob die vielleicht mal was organisieren können. Das wäre nice, oder? Die sieht das neue Opti-Grill-Gesicht. Ja, das sehe ich mir auch. Hey, Bulli, moin, was geht? Nee, das auch nicht. Ja, weil es gibt ja, ich kenne ja auch ein paar Leute, die sagen mir die ganze Zeit, ja, ich kann nicht kochen, ich kann nicht kochen. Das ist eine faule Ausrede. Kochen kann man lernen. Das stimmt. Das ist auch gar nicht so. Also nee, also auch gerade das mit den, ja, jetzt noch eine Prise Salz oder abschmecken. So, abschmecken. Ja, man packt ein bisschen Salz, Pfeffer oder so rein, dann probiert man. Und wenn man merkt, ja, nee, da fehlt noch ein bisschen was, muss halt nachpfeffern oder nachsalzen. Das sind Erfahrungssachen, also die lernt man ja über die Zeit, wie man es gerne hat und das einschätzen kann, ab wann ist ein, ja, das Fleisch so und so in dem Stadium. Gerade in der heutigen Zeit mit YouTube, da kann man so viele coole Sachen auch teilweise lernen. Mitsubi-Bulli, wie geht's hier? Schlau, ist das deren finales Ergebnis oder fahren die noch? So, ich glaube, jetzt gehe ich fix in die Küche und schmeiß die Lasagne in die Mikrowelle. Oh, gönn dir. So, jetzt Ray, zieh. Komm. Was ist da? Reicht nicht. Ja, doch. Doch, komm. Boah, der BMW war mutig, ey. Wenn er sich zurückgesteckt hat, dann wäre er voll in mich rangekarrt. Mhm. Gut predicted, aber auch gutes Manöver. Weiterziehen. Ja, das Problem ist, ich habe halt deutlich wenig, also ich habe ein Drittel der Frames, die ich normalerweise habe. Manch einer würde damit klarkommen, aber ich bin was anderes gewohnt und dann tut mir jetzt, also ist jetzt ein Zweikampf doppelt anstrengend irgendwie. Aber passt schon, ich will jetzt nichts Unnötiges riskieren. Ich versuche ihn einfach einen Fehler zu treiben. Jetzt weißt du mal, wie es ist, mit 36 Jahre alten Augen zu fahren. Ja gut, ich bin 31, also ich denke jetzt nicht, dass ich in 5 Jahren schlechtere Augen bekomme. Oh doch. Oder so viel schlechtere. Mhm. Ich habe schon schlecht genug, Augen, die schon schlecht genug sind. 22, ich beklage mich jetzt mal nicht. Dankeschön, hey, du bist ja noch in Blüte deines Daseins. Da tut dir noch nichts weh am nächsten Morgen. Das ist richtig so. Jetzt hat er ihn. Ja. Wenn er jetzt gut rauskommt, hat er ihn. Und er ist gut raus. Ja, nee. CB, moin. Dankeschön, Bulli. Wie geht's dir sonst so? Alles gut? Oh! Das sind durch. Nice. Oh, Porsche holt gerade auf hinter uns. Porsche in den Top 10. Nice. So, aber jetzt muss ich wirklich aufstehen, sonst komme ich nachher wieder nicht ins Bett und dann bin ich morgen früh wieder im Arsch. Wir haben ja aus dem letzten Mal gelernt. Aber du kleine Miete-Katze, du musst jetzt mal ganz kurz aufstehen. Du kleines Fellknäuel. Damit ich in die Küche kann und das Essen machen kann.
Claros, wie sieht's nach den Limo aus? Nee, gut, das glaube ich nicht. Also der BMW hat jetzt auch so zurückgezogen, dass es ein Free Pass war. Ja. Der war wahrscheinlich Ende der eigenen Entscheidung gemerkt, so, ja, nee, bringt jetzt nichts auf Long Distance so zu kämpfen. Oder vom Team selber die Anordnung bekommen, lass ihn durch. So, komm mal hoch. So, ich bin gleich wieder da, Remo. Ich schmeiß das nur in die Mikrowelle fix. Komm, jo, kein Stress. Bis gleich. Bis später. Jo, Mutant, es geht so. Es geht langsam in die richtige Richtung. Also, ich habe das Corona-Testergebnis noch nicht. Wie gesagt, ich kann noch nicht ausschließen, dass Corona ist. Als Doppelgeimpfter bin ich aber zumindest soweit eigentlich safe, dass ich, wie gesagt, halt nicht ins Krankenhaus muss. Lunge hat gefühlt literweise Schleim ausgeschieden. Kommt immer noch ein bisschen, aber ist inzwischen echt schon gut abgeklungen. Momentan ist gerade schlimm, weil hier oben hier oben Nase, Nebenhöhlen, alles ist noch dicht und voll. Und mein Hals und Rachen, Gaumen ist noch relativ ausgetrocknet und gereizt. Ja, aber es kommt langsam. Wie gesagt, ich hatte auch Glück, ich hatte kein Fieber. Auch sonstige keine Beschwerden, Schmerzen, also ich kann auch fahren. Joa, im Montag hoffe ich, bin ich wieder fit. Und Sigi, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen in die Familie. Ja, die Symptome sind eigentlich grundlegend auch ganz normale Grippesymptome. Wie gesagt, mein Bruder hat jetzt auch aktuell einfach Sommergrippe. Und ich habe mich auch zu 99% bei ihm angesteckt, weil ich auch für ihn gucken musste so. Deswegen gehe auch schwer davon aus, es ist nur eine Sommergrippe und nicht Corona. Aber gerade in der aktuellen Zeit sollte man schon ein bisschen drauf achten. Deswegen habe ich auch den Test machen lassen und ja, warte halt jetzt auf mein Ergebnis, bis ich es bestätigt habe. Weil davon hängt halt auch ab, muss ich jetzt in der Quarantäne bleiben. Für 10 Tage lang oder kann ich dann ab Montag noch leicht angeschlagen wieder arbeiten gehen? Danke, Eru. Ja, Sommergrippe ist nicht so schlimm. Boah, der Erstplatzierte ist nur 14 Sekunden hinter uns. Weil Männergrippe ist instant tot. Da ist nicht vorbei. Finde ich nicht cool. ITE Pro P1 ist die 52, Hypercar ist der 7er Toyota, LMP die 26 und okay, die Glickenjaws kommen so langsam wieder dahin, wo sie hingehören, aber so sind halt immer noch ein paar LMP2s zwischen den Glickenjaws, das ist schon die okay, danke dir, danke fürs Update. Ja, schlimmer, schlimmer. Also eine Geburt eines Kindes ist bei weitem nicht so schlimm wie eine Männergrippe. Das wissen wir alle. Steht so im Lexikon. Oder Männer tun zumindest so, als wäre es so. Also wenn ich Fieber habe, dann bin ich Knockout. Dann kannst du mich gar nicht gebrauchen. Ab dem Moment, wo ich Temperatur, Fieber, was auch immer habe, da ist bei mir... Ich kann nur noch liegen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nur noch schlafen und liegen. Danke dir, Blau. Oh, mit Ü30. Also erstmal, das dauert noch eine Weile, zum Glück. Mindestens 8 Jahre, bevor ich überhaupt 30 Jahre alt bin.
Und dann eine Männerkrippe, uiuiui. Da können sie mich ja gleich begraben. Ich weiß, von mir vorbei. Direkt der Tod festgestellt. Da ist dann vorbei. Licht aus. Ich bin heilfroh, habe ich keine Migräneprobleme, weil ich habe auch Freunde im Freundeskreis, die haben Probleme mit Migräne. Da stelle ich mir so katastrophal scheiße vor. Generell Kopfschmerzen hasse ich. Ich habe sie zum Glück sehr selten. Also wirklich sehr, sehr selten Kopfschmerzen, weil Kopfschmerzen ist so lästig. Und dann noch Migräne. Boah, nee. Ja, genau. Direkt überwiesen ins Krematorium. Alles gut, Bruder. Ich habe soweit verstanden, was Sie meinten. Ja, Slowpoke, ja, läuft aktuell okay. Der gute Vinny Gordiwaldi ist erstmal ins Dienst gefahren. Er war jetzt so semi-zufrieden. Meine ist immerhin nicht eingeschlagen. Und hat auch keine Drive-Thru geholt. Einfach drei Cuttings, aber keine Drive-Thru. Und hat das Fahrzeug auf 10 übergeben oder 9 übergeben? Ich glaube auf 9. Ja, und jetzt ist Ray gerade am Fahren. Und hat sich auf 7 vorgearbeitet. Sein Problem ist gerade, er hat voll für den Stream die Grafik hochgestellt und für den Stream selber, weil er nur zuguckt. Bevor er ins Auto stieg, hat er vergessen, das zurückzustellen. Jetzt fährt er aktuell nur mit, laut seiner Aussage, 40 FPS von 120. Und wenn du dich halt 120 gewohnt bist, aber aktuell nur 40 hast, ist das schon ein krasser Einschnitt. Aber trotzdem macht das bisher eigentlich ganz gut. Und so wie er es auch vorhin mal gesagt hat, wird auch den Reifen direkt double stinten. Ja. Ich werde auf jeden Fall double stinten. Meine Reifen. Also ich benutze nur 2 Reifen für 4 Stunden. Ja. Ja, der Einschlag war klar. Also da hat er nochmal gut reagieren können, der Vincent. Also ich bin early, ich habe ihn schon in der Wand gesehen. Hat er nochmal gut gefangen. So, ja, da. Servus. Ist was passiert? Nö. Okay. Nö. Dann gibt's jetzt erstmal Lasagne. Schalte ich mal auch extra die Kamera aus, damit ihr. Habt ihr eure Ruhe. Ich weiß, da steht jetzt, ich bin bis 0.30 Uhr nicht da. Jo. Aber damit ihr mich nicht essen seht und das Kotzen kriegt, mach ich das so. Boah, also ich hab grad gedacht, ich krieg hier einen Drive-Thru. Dieser scheiß Spotter, ey. Das Einzige, was update-mäßig ist, der Führende ist jetzt noch 13,5 Sekunden hinter uns, bevor uns dann überrundet. Oh, die sind schnell, die Jungs. Dauert ja nur 2 Minuten, das ist richtig, ja. Ein aufmerksamer Frühstück-Stream-Zuschauer. Ja, da hat einer das 50-Meter-Schild abgeräumt bei der schnellen rechts. Mal gucken, wie ich da bremse. Oha, das war der BM. Der gerade abgeflogen ist, das war der BMW, der war wohl noch vor uns. Mit der große Gäste, Kühne, Wolfslehne und so. Die Lasagne ist vom Opti-Grill, ja. Aber leider noch nicht vom Opti-Grill Elite Pro. Plus, Mieze, jetzt geh runter. Rückwärtsgang. Hab dich ganz doll lieb. Glaube ich. Keine Ahnung, was das D da vorne heißt.
48 Runden? Was? Meinst du Minuten? Ja, nee, Blue Area hat mir gerade ein Update zu Le Mans gegeben. Danke an den Ferrari. Also der Klinkenhaus, hat 48 Runden am Stück durchgeballert, ohne an die Box gehen zu müssen? Also ich denke mal, ich werde jetzt versuchen, die Reifen doppelt zu stehen, auch wenn die Drücke jetzt nicht ganz perfekt dafür sind und ich denke, ich deutlich zu viel gerutscht bin. Aber ich glaube, ist egal, dann ist es einfach weg. Prima Team Spirit. Fahrer wie Dizzy freuen sich. Ja, nee, es passt. Ich komme mir dabei jetzt blöd vor, Chat. Ich habe keinen Bock, dass das steht. Ich bin um 0.30 Uhr wieder da. Ich esse jetzt so. Müsste jetzt mit leben. Weil wenn Vince anscheinend das ja nicht kann und Remo beide macht und ich jetzt beide mache, dann müssten wir halt noch irgendwo zwei halt noch. Ja, einen, ne? Optimalerweise, wenn wir durchfahren. Dann mache ich. Ich mache auch noch. Heute Nacht dann. Ja. Ja, wenn die Temperaturen vielleicht dann auch ein bisschen konstanter bleiben, ist in der Nacht natürlich dann auch nicht verkehrt, ne? Ja, ich mache dann noch einen. Oder zwei. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, klar. Solange du nicht zu sehr ins Mikrofon schmatzt, ich schmatze hier so viel ich das möchte. Was ist denn da los? Schmatzen gehört dazu. Dies hier bist du noch im Discord, im Teamspeak. Ja, habe ich, danke. Machst du jetzt? Jetzt läuft der hier Raid, ist das Wasser im Mund zusammen? Oder Hunger? Wenn er so vom Schmatzen hört. Du hörst mich doch gar nicht schmatzen, hör auf zu spinnen. Nee, ich höre dich nicht schmatzen. Ich wüsste auch nicht, wo man sich da beklagen könnte. Du bist sehr vornehm und ruhig. Du bist sehr vornehm und ruhig. Sehr elegant auch. Ja, sehe ich auch so. Ich freue mich nach meinem Doppelsten auch schon. Kojon George, ja. Das werde ich ganz sicher nicht vergessen. Wo hat es denn die 98 erwischt? Nicht, dass ich jetzt gleich noch mit vollem Auto und kaputten Reifen noch schneller fahre, nur weil die Frames wieder stimmen. Ich meine, ich würde es begrüßen. Aber das wird wahrscheinlich nur ein Wunschgedanke sein. Ich verstehe sowieso nicht, warum er seine Grafik umgestellt hat. Ja, eigentlich für den Stream, während dem er nicht fährt, damit es da besser aussieht. Ach so. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Zum Glück sagt bei mir keiner, was das Kacke aussieht. Gnade euch Gott, dass jetzt irgendeiner was sagt, Chat. Muten, bei mir gibt's nachher Gnocchi und ich habe eine eigene Soße kreiert. Auf die Lügen, du hast die von Hackfleisch. Auch von deinem Nachbarn hast du vorhin gesagt. Ja, yeah, also ich habe Sugo vom Nachbarn reingetan. Aha. In diese Soße. Aha. Okay, das stoppen alle ein bisschen früher irgendwie, ne? Oder zumindest mal manche. So, wir sind mal auf P5, das ist aber noch nicht Boxenstopp bereinigt. Es gibt da ein paar Teams, die gehen, fahren nicht ganz aus. Hier sagt man lieber, dass man einen Knacken im Sound hat. Was? Hier knackt gar nichts. Wer hat einen Knacken im Sound? Keiner. Okay. Ich glaube, das war so eine Anspielung auf die Schaltgeräusche. Okay. Bei Ray hört man die ja auch ab und an. Die Grafik passt doch, man kann das Motorrad ganz klar erkennen. Made my day. Ich werde gleich schlafen wie ein Baby, sage ich euch. Oh. Oh, Safety Car in Le Mans. Safety Car in Le Mans. Hört ihr das Fiepen? Ja, das höre ich auch immer. Kurz vor der Kurve irgendwie. Ganz weird. Fiepen? Ja.
Was für ein Fiepen. Die Bremsen. Am Anfang haben Leute immer gedacht, dass die Bremsen, der Sound von den Bremsen, ein Soundeffekt ist, als wir mit ACC angefangen haben. Das wurde so. Irgendwann zu so einem Meme. Jetzt verstehe ich. Okay, das ist jetzt meine In-Lab. Ja, ausnahmsweise gibt's mal Lasagne. Dr. Dayan. Ist ja sonst nicht so üblich, sonst gibt's immer Salat. Jetzt haben wir nochmal 26, 26 um 7.23 Uhr. Das wird noch schön kalt. Mhm. Das wird gut für uns. Das kommt uns nur zugute. Mhm. Turbos und Ferrari freuen sich. Können wir die PB halten vom Team, solange Niklas nicht da ist? Ja, wenn der immer auf dem Auto ist, dann ist die weg. Mhm. Ja, ich sehe das nicht als Cheatmeal an, Dr. Dayan. Ich sehe generell nichts als Cheaten an. Das ist das falsche Mindset, glaube ich. Jetzt muss ich wirklich hier Fuel Add durchklicken. Oh Gott. Warum ist das nicht voreingestellt? Lad das Zeug für Anfänger, what the fuck? Ich hatte auch in Paul Ricard schon das kälteste Rennen, was ich je gefahren bin. Echt? Ja, da hatten wir um 8 Uhr abends 6 Grad Strecke und 4 Grad Luft. Uff. Mhm. Weiß nicht, was sich damals die Admins oder die Reco für die Liga damals eingestellt hat, aber es war auf jeden Fall arschkalt. Vorzüglich. Was? Game cannot be paused during this operation. Willst du mich verarschen? Alter, wer kam auf die Idee? Okay, dann muss ich es trotzdem. Hast du jetzt umgestellt? Ja, ich muss konnte aber erst nach dem Boxenstopp machen. Ja, ist nicht schlimm. Das ist mir jetzt auch neu, dass man während dem Boxenstopp nicht das Menü öffnen darf. Das war schon immer so. Echt? Ja, gut, habe ich nie probiert. Ich dachte, Das ist easy. Oh, okay, gut. Ich habe das mal probiert gehabt. Okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder Druck in die Reifen reinkriegen. Oh Gott, war das lecker. Oh, das war gut. Kleppi, moin's dich, grüße dich, was geht? Ja, noch mal überlegen, wegen Bremsen wechseln. Wir sind das Rennen um 4 gestartet und um 5 Uhr bin ich ja fertig mit meinem letzten Doppelstint. Ja. Wenn ich die Bremse dann wechsle nach meinem Doppelstint und ob du dann das Auto übernimmst? Ja. Von 5 bis 7. Ja. Hättest du sozusagen neue Bremsen, werden sie mindestens 13 Stunden gefahren. Das heißt, für den zweiten Teil werden die halt länger haltbar. Ja. Dann machen wir das so. Dann muss der zweite Satz man sozusagen nur 11 Stunden durchhalten.
Ist natürlich sehr, dass es ein Essen erwischt hat. Was willst du machen? Kaputt ist kaputt. Habt ihr gerade miteinander gestänkert? Die zwei? Hä? Ne, ich rede mit meinen Katzen. Was? Habt ihr gerade gestänkert, ihr beiden Lümmels? Puh. Ja, P1 ist so schnell. Uff. Nee, du kannst jetzt nicht auf meinen Schoß. Das geht nicht. Du kannst nicht hier ganz auf meinen Schoß sitzen. Ich möchte auch mal bequem sitzen. Aha. Ach, come on, Junge. Ja! Ja, ich krieg die Track Limits, weil er mich off-track geforst hat. Wie lächerlich ist das denn jetzt? Oh Mann, ey. Wow, ey. Ja, gut. Hm. Schade, ich hab den Sinn noch nicht so ganz erkannt, warum er gefightet hat, weil Robinowski scheint wohl auf 9 AF zu sein. Ja. Hätte er noch vorbeilassen sollen, dann wäre das nicht passiert, aber gut. It happens. Du warst nicht. Alter, wie er einfach durchzieht! Ey, ohne Witz. Alle neue Reifen. Was für ein... Das ist ja allgemein gefährlich. Da hat jemand Wurst im Auto. Jetzt eilig. Doch, der BMW kann neue Reifen haben. Kann er. Hat er auch, weil er ist so deutlich schneller. Ray war aber länger Elliot in der Box drinne, weil er seine Grafik noch kurz umstellen musste. Und der Boxenstopp dauert mit Tanken und dem ganzen Pipapo sowieso 30 Sekunden. Also Ray stand schon länger in der Box. Noch. Das kommt noch dazu. Also potenziell kann er frische Reifen drauf haben. Aber irgendwas hat der Bimser zwischendurch gemacht, weil der war einmal 7 Runden draußen und dann danach wieder 24. Ach so, die DT wahrscheinlich. Tanken und Reifen wechseln in 30 Sekunden, Elliot. 30 Sekunden und dann Grafik noch einstellen und nochmal 10 Sekunden extra. Tanken only bin ich mir gar nicht so sicher, wie lange das dauert. Und darauf an, wie viel du tankst, es kann bis zu 11 Sekunden dauern. Terrence, hau rein, bis später.
Charlie, hallo. Was geht? Na, frei kann man natürlich auch nicht schneller. Weil er auch ein bisschen mehr Flügel hat. die DT wegen Track Limits. Vincent hat in seinen Sustains 3 geholt und Ray jetzt 1. Nee, Vincent hat 2. Nee, Vincent hat 3 geholt. 3? Wirklich? Ja, ja, kurz vor Ende hat er noch einen. Oh, okay. Noch ein drittes geholt. Toro! Oh, Dankeschön. Den ersten Stint war clean. Dankeschön für dein Raid, Toro. Willkommen zu 24 Stunden Schabernack mit Desi und Remo. Nein. Nein. Die DT schmeckt aber richtig. Yum, yum, yum. Die ist richtig lecker. Moment, fahren wir jetzt das erste Mal aus der Top 10? Jo. Aha. Nee, ich fahre erst heute Nacht. Vor mir fahren jetzt noch Remo und dann nochmal Ray und dann ich. Also, die fahren nochmal. Eigentlich müsste man ihm die Off-Track eigentlich geben dafür. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das hätte reporten sollen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man überhaupt hätte gegen den BMW fighten sollen. Also, obwohl, nee, ich bin mir sicher. Hätte man nicht. No. Dann wäre es auch gar nicht zu dieser Situation gekommen. Weil BMW war so viel Scheiße schneller. Und gerade jetzt in dem Stint soll er sich darauf fokussieren, seinen Reifen einfach runterzufahren, den Stint fertig zu fahren und nicht zu fighten. Aber was passiert im Fight? Reifen stirbt noch schneller. Klar hat uns der BMW Off-Track gedrückt und das geht nicht. Das wäre halt auch nicht dazu gekommen, hätte Ray schon früher nachgemessen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, passiert ist passiert. Ich meine, ändern können wir es eh nicht mehr. Warum sind wir jetzt wieder in der Top 10? Wir sind noch 10. Glaub, ja, aber wir fahren, wir waren nach der DT auf 11. Da hat, glaube ich, einer gerade einen Disconnect. Keine Ahnung. Sind aktuell auch nur ja, 33 Fahrzeuge. Ja. Ja, RIP an der Stelle. So, die Frage, wer? Der BMW. Der andere, nee, der andere BMW. Vorne war noch der BMW. Der mit der 34 Dominik, ist halt der 17. Wir hatten Probleme. Wir hatten ihn mal vorne überrundet. Keine Ahnung. Lambo ist noch da, der Audi ist noch da. Läuft gerade nicht so. Die drei Rorys, der Aston. Kannst du den Ferrari bitte nicht Rari nennen? Was soll... Also... Das ja... Glaub mir, ich werde ihn sicher nicht so nennen, wie du ihn nennst. Wie Fefe? Nee. Warum dann nicht? Dann nenne ich ihn lieber nur noch Ferrari. Was ist denn Fefe jetzt kaputt? Nee. War ich nicht. Was ist denn daran schlimm? Ich sag's aber nicht. Schlimm ist es nicht. Das ist im Endeffekt jedem das Seine. Aber, keine Was Ahnung. Ist das denn schon wieder für eine Schweizer Antwort? Neutralität können wir. Ich fühle es einfach nicht. Ich habe zu wenig, wie soll man sagen? Ich habe nicht die richtige Attitude. Attitude. Um ja. Die richtige Attitude. Da muss man schon noch die richtige Attitude haben. Um das Ding Fefe zu nennen, oder was? Yes. Aha, aber Rari, oder was? Ja, das geht, ja. Da habe ich die richtige Attitude. Oh. Nee, Fledermaus, in Endurance-Rennen musst du nicht alles fighten, das ist Quatsch. Du, Nico.
Also bei 20 Stunden musst du nicht die Tür zumachen. Also manchmal ist es auch schlauer, einfach Leute passieren zu lassen. Ja. Endurennen ist was anderes wie ein Sprintrennen. Jo. Oh, so, jetzt sind wir wieder 34. So, jetzt ist die Frage, wer ist wieder da? Wer ist ausgebüxt? Gucken wir mal in die Boxengays. In die Boxengays? Ich hab's gefunden, Sönke Seidel. Der McLaren mit der 375. Der gehört eigentlich nämlich nicht da hinten hin, der war vor uns. Der war auf 2. Der auf drei, jeden Fall in den Top 3, ich weiß nicht, aber 3, 7, auf jeden Fall 2. Und danach okay. Kam der andere, Maggie. Ja, wir haben jetzt dann schon gelappt, also Disconnect tut immer noch mega Aua. Aha. Gut, klingt zwar hart, ist nicht unser Problem. Aber wir haben eine Position mehr. Ah. Ja, Top 5 muss schon noch drin sein. Ja, easy. Easy, sagt er. Oh, willst du nach oben? Na dann auch. Wir haben sogar noch 20,5 Stunden für den Sieg. Also. Na, was heißt Ressourcenmanagement? Du musst jetzt mal überlegen, Fledermaus, wir sind jetzt noch 20 Stunden und 30 Minuten unterwegs. So. Hinter uns ist der BMW, scheinbar mit frischen Reifen, und der ist schneller als wir. Das heißt, wir haben potenziell mehr Stress, weil der BMW hinter uns fährt und ständig Druck macht, weil er vorbei will und sozusagen den Fehler provozieren wird. Ne, Regen gab es noch nicht. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch Regen gibt. Dass Rain Fehler macht. Und so ist es halt einfach manchmal sinnvoller, gewisse Fahrer vorbeizulassen. Weil sieht es eher jetzt nicht nach Regen aus. Damit du deinen Stiefel weiter runterfahren kannst. Yes. Ganz in Ruhe. Gerade wenn du auch den Reifen doppelt stinten musst, dann musst du wirklich auf den Abrieb achten. Und das geht ja nicht, wenn du kämpfst. So, ich bin schon mal vom Server runter. Ich mach kurz, ermittle meinen Druck. Ermitteln Sie den Druck. Genau. Und dann können wir den gleich aufschreiben. Ja, wenn ihr den gewechselt habt, dann gehe ich kurz pennen. Copy. So. Ja, die angefahrenen Reifen sind schon ein gutes Stück langsamer. Naja, was heißt entspannter? Also was ihr jetzt da an der Stelle auch nicht vergessen dürft, das, was Remo halt gerade gesagt hat, Ray fährt gerade den Reifensatz noch eine zweite Stunde. Das heißt, der Reifensatz ist sowieso schon richtig angefressen und muss dann halt noch, also da war es halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwas bei 50 Minuten noch durchhalten. Und fighten kostet halt aber auch ich fahre mit Handschuhen, weil ich einfach mehr Halt am Lenkrad habe und ich das Alcantara hier nicht so abkrabbel dadurch. Ja. Mach ich Punkuin. Fühlt sich einfach besser an. Ja, guck, ich habe jetzt noch einen Kelvin runtergemacht, weil, wie gesagt, ich werde nach den Reifen auch doppelt stinnen. Packe ich dann lieber auch mal gerne noch ein 01 PSI mehr rauf. Sind wir auch über die ganze Zeit drucktechnisch in einem guten Bereich oder in einem brauchbaren Bereich sitzt. Kannst du ja den Druck nicht hier nachjustieren. Hey, Grunimäuse. Fighten geht halt noch mehr auf die Reifen und das würde für Ray einfach noch mehr strapazieren. Ja, plus es kostet auch Tracktime. Ja. Du verlierst mehr Zeit, dann baust du den Reifen in noch ab. Den Fight war klar, wird er verlieren. Also, du machst halt nur lose-lose. Aber
Doppelstinten ist halt, Reifendoppelstinten ist das Undankbarste, was es gibt, ey. Ugh. Sehr gern, Fledermaus. Wie gesagt, wenn ihr solche Fragen habt, stellt die einfach. Also ihr müsst nicht doof sterben. Also sehr, sehr gerne könnt ihr sowas loswerden. War das Safety Car bis jetzt draußen in Le Mans? Oder war das wieder ein neues? Ich möchte ja, dass ihr genauso viel Spaß an der Sache habt wie ich. Gerade für Leute, die halt überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben und hier reinkommen. Es sind so viele Sachen, die sind nicht einfach offensichtlich direkt klar. Also. Nee. Fragen ist absolut erlaubt. Es wird auch niemand dabei auslachen, weil wir befinden uns hier nicht mehr irgendwo in einem, keine Ahnung, Simcade-Bereich. Wir sind schon wirklich bei der Simulation. Und da musst du auf so viel achten. Vor allen Dingen ist es nicht nur sinnlos im Kreisfahren, wie oft das gesehen wird. Ist eine bestimmte Reifenzahl. Ja, wir haben jetzt gerade 18 Trockenreifen. Also wir haben 18 Paar Slicks. Das heißt also, wir müssen 6 Stunden von den 24 mit... Nee. Jetzt komme ich wieder durcheinander. 6 Doppelstints. Ja, genau, also 6 Stunden. Ja, jetzt aber. Jetzt 6 Stunden müssen wir Reifen doppelt fahren. So. Am Ende ist es sinnlos im Kreis fahren. Ja. Ja. Aber so sinnlos ist das gar nicht, wenn man das verstanden hat. Und wir haben Spaß dabei. Das stimmt. Ja, wir müssen. 3 Reifensätze, immer 2, also 3 Reifensätze, 2 Stunden fahren. Ja. Fährst du auch im Reellen ab und an mal Rennstrecke oder ist das für dich ausschließlich ein Gaming-Vergnügen? Nee, mach ich nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Ich habe nicht mal ein sportliches Auto. Und ich fahre eigentlich auch im realen Leben nicht sportlich. Servus, Hermi. Bist schon ready für Mittwoch in Michigan? Ich freue mich drauf. Mehr der Supra in so Wahl, da sehe ich mich. Alles gut, Vincent. Nee, wir brauchen 3 Reifensätze. Genau, wir brauchen 3 Reifensätze und mit den 3 Reifensätzen müssen wir jeweils 2 Stunden fahren. So. Aber ab nächstes Jahr fahre ich ein, in Anführungsstrichen, sportlicheres Auto. Immer noch 6. Leck mich am Arsch, Chat. Kann ich das jetzt einfach so sagen? Leck mich am Arsch. Jetzt ist raus. Ray, wie lange dauert dein Sinn noch? Boah. Dreiviertel Stunde. Gut, ich stelle gerade die Reifendrücke ein. Ich kann sie dir dann später durchgeben. Ja. Geh ins Bett, du bist schon möglich. Ja, ich muss wirklich bald ins Bett, Chat. Ich warte nur, bis Remo fertig ist mit seinen Reifendrücken. Nee. Und dann gehe ich ins Bett. Danach muss ich aber noch ganz kurz pipi. Ja, alles gut. Mach dir keinen Stress. PC ist bereinigt, ja. Hemmel bei mir, 24 Stunden Paul Ricard. In AC. Mal so eine Frage. Ja, müssen wir wirklich voll tanken? Also ich bin vorher jetzt irgendwie mit 8 Liter Rest in die Box. Nee, Vince hat ja auch schon rausgenommen vorhin. Ah, okay, ja. Ich muss. Oh, Junge, Mann! Ich hasse sowas.
Entweder machst du Platz oder nicht, aber nicht irgendwie sowas zwischendrin. Danke. Genau. Sorry. Ein Stint bedeutet... Aber ich habe mich jetzt schon gerade fast auf dem GTR gelandet gesehen. Ein Stint bedeutet vom Boxenstopp zu Boxenstopp. Das ist ein Stint. Also scheißegal, wie viel du dazwischen fährst. Ja, auf wie viel sollen wir dann runtergehen? Statt 115 auf 108 oder was? Nimm 110. 110. Ja, okay. Bisschen Luft wäre halt ganz gut, glaube ja, ich. Ja. Ja, ich guck mal, wie viel ich auch hab am Ende und dann. Von Boxenstopp zu Boxenstopp. Weil ich habe so das Gefühl, der Ferrari fährt ab dem Punkt, wo er so auf die 90 Liter Restschwelle geht, oder sagen wir 85 Liter, fährt er sich auf einmal viel angenehmer. Und jetzt auch trotz diesen abgefahrenen Reifen hatte ich jetzt auch wieder diesen Effekt, dass das so ist. Und deswegen denke ich so, jeder, wenn wir den Effekt vielleicht eine Runde früher schon hinkriegen oder zwei, dann warum nicht? Let's go. Also von Boxenstopp zu Boxenstopp. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Ey, Pitwall ist in letzter Zeit aber auch echt ein Haufen Käse, ne? Das aktualisiert schon wieder gar nicht bei mir. Wir sind halt immer noch P9 und der aktualisiert und aktualisiert nicht. Das ist doof, ja. Ja, immer noch. Er hängt. Lukas, dankeschön für 4 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank. Fajardos Geldos. Eigentlich ganz Blurry. Hä? Huh? Ja, Blurry hat gefragt, ob ich hier beim Free Practice gerade Hütchen weit werfen mache. Achso. Seine Hütchen ist richtig weit geflogen. Nee, ich nicht. Bin Sinn. Twitch Prime ist meine Kram. Fegi. Dankeschön für dein Twitch Primus. Vielen Dank, dass ich dein Auserwählter sein darf diesen Monat. Das freut mich gar sehr. Wir sind auf dem Weg zum Eisbaden in der Ostsee. Oh. Meine Vermieterin hat angerufen. Das heißt meistens nichts Gutes. Entweder gibt's Kuchen oder was vom Grill. Ja, ist halt wirklich so, Sigi. Entweder ist es Kuchen oder ist es vom Grill. Oder beides? Beides gab's auch schon, aber heute nicht. Ich bin dead. So, ey, ohne Scheiß, ich werde gerade an allen Stellen gemästet. Ich muss mich immer verstecken vor den ganzen Menschen. Kuchen vom Grill, wer ist denn sowas? Schön Apfelkuchen aus dem Grill? Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Nee. Wissen geht noch, Chat. 10 Kilo müssen noch. Nee, noch mehr. 20. Nochmal 20. Dann können wir talken. Talken. Nur vom Opti-Grill gekauft hat der Nee. Dieses Opti-Grill-Bibel. Alter, das Force Feedback. Ja.
Nee, meine Vermieterin ist richtig oldschool. Die ist richtig oldschool. Die hat nicht mal eine, Spülmaschine. Mag die gar nicht. Richtig krass. Oh, doch, Davito, doch, Spülmaschine muss sein. Ey, ohne Spülmaschine will ich sterben. Hast du abwaschen? Pappteller! Ja, das ist nur nicht so ökologisch. Tom DeLong. Der BMW fährt gerade frische Reifen. Der ist viel schneller als wir. Spülmaschine, ich habe nur eine Freundin. Ja. Dankeschön. Die wird ja aber auch regelmäßig den Hackenschuh ins Gesicht klatschen für die Aussage, Sigi. Hennes, moin. Als Student muss man kreativ sein. Ja. Einfach einen Hund hinreichen. 30 Minuten blitzeblank. Brauchst nur noch abtrocknen. Komm rum. Schöne Grüße übrigens an Ray, sein Chat. Wie jetzt Ray seine Rennpace? Durchwachsen? Ich glaube, das trifft's. Durchwachsen. Dizzy ist. Ja. Ist Ray gerade auf der Geraden? Ja. Jetzt aber weg. Sag mir, wenn er wieder auf der Geraden ist, weil dann, können wir kurz. Also sag mir, wenn er auf Startziel ist, dann frage ich ihn kurz wegen Drücke. Und dann machen wir das auf der Geraden. Servus, Mau, Servus AP. Wins. Der 55 hat er auch schon gemacht. Aber ist jetzt eh langsamer wegen Reifen. Ist ja Doppelstim. Niemand hat zu kämpfen, Vincent. Auch du hattest nicht zu kämpfen. Ist auf der Geraden. Ray, wärst du nachher bereit für die Reifendrücke? Ja, Mama, aber auf dem Mistral, bitte. Ja, sag mir Bescheid, wenn du darauf fährst. Ja, gleich. Sieht ja aus, als wenn es nicht regnet, Chat. Ich bin positiv erheitert. Ich kann es nicht den innerlichen Sonnenschein... Ja, du kriegst Reifensatz 4, drücke bitte. 26.0 Front Left. 27.1 ja. Front Right. Ja. Hinten links 26.0. Ja. Hinten rechts 26.7. Okay. Danke. 26... Also 0, ja warte, ich sag, gib's dir gleich nochmal durch zur Bestätigung. Jo. Also 26.0, 27.1, 26.0, 26.7. Perfekt. Alrighty. Ich geb dir Bescheid 10 Minuten vor Ende. Kannst du das noch ins Discord schreiben? Yes. Was ist ein Discord?
Spaß. Erstmal wieder auf den Server schauen. Das ist das Medium, wo Kommentare gelöscht werden. Ah. Ja. Jetzt weiß ich, was das ist. Aha. Ah, und ich mach dir 110 Liter rein, ne? Ein bisschen weniger, weil wir brauchen nicht so viel. Stopp. Was hat er gesagt? Wie lange ist er noch draußen? Er hat mir nur gesagt, 10 Minuten bevor er dann weg ist. Ah, okay. Das muss er. Ich würde dann nämlich jetzt so langsam ins Bett huschen. Damit ich noch genug Schlaf kriege. Jo, ich müsste noch ganz kurz pinkeln. Genau deswegen. Alles Remo, kein Stress. Wie immer, ganz kurz. Dann bin ich noch kurz auf dem Klo. Bis gleich. No, oh. Da wäre ich jetzt nämlich schlafen gehen, Chat, und lasst euch mit Remo und, Ja, ich fahr nochmal, also hiernach kommt Remo mit dem Doppelsinn, danach fahr ich einen Doppelsinn nochmal. Dann lasse ich euch mit Remo und Ray für 4 Stunden alleine und dann bin ich den Rest des Rennens, bin ich dann da bis morgen. Also ich denke mal, die 4 Stunden Schlaf werden jetzt reichen dann. Remo und ich schaffen jetzt die Reifen weg oder her oder wie man das auch immer nennen mag. Junge Mann, ich möchte mich da auch zugesellen, ja? Ja, okay, du auch. Wir machen das einfach jetzt alle und am Ende haben wir halt nur 12 Sätze verballert oder so. Und dann können wir damit angeben. Kann Vince einfach komplett eskalieren morgen früh. Ja. Und Niklas dann. So, Niklas, du hast jetzt noch 5 Stints vor dir und hast 10 Reifensätze. Viel Spaß. Du kannst richtig reinorgeln. Ja. Schön vom Opti-Grill träumen. Ich sehe es ja schon, kommt, Chat. Ich bin wieder da und dann gucke ich nach da oben und dann kann ich mir morgen früh einen Opti-Grill bestellen. Ich sehe es schon, komm. Letztes Mal seid ihr auch komplett durchgedreht, als ich schlafen war. Kam ich wieder, glaube ich, irgendwie 100 Subs reingeböllert oder so. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Noch Schlafsand in den Augen haben. Musst, aber hast du nicht. Wie, du musst. Was meinst du? So wieder. Oh, Baby. So, Dizzy, ab in die Heier. Du darfst ja gehen. Oh, danke, dass du mich entlässt, Junge. Das ist aber richtig lieb von dir, du Mann. Das ist ja so lieb von dir, Remo, dass ich jetzt Bett gehe. Richtig lieb. Ja. Joke. Aber sie können jetzt gehen, ich bin ready. Ich bin gleich von Ray das Fahrzeug lieber zu nehmen. Dann bin ich um 0 Uhr wieder da. Klingt sehr gut. Ich guck mal, ich guck mal, vielleicht bin ich bis früher da, je nachdem, wie ich schlafen kann. Mhm. Also, Chat, bis später. Auf Spaß mit Remo, löchert ihn und bereitet Ray auch eine schöne Zeit, weil Ray ist, glaube ich, streamt gar nicht so oft auf Twitch und naja, macht's ihm schön. Memt ihn voll. Wir sehen uns dann spätestens um 12, bin ich wieder da und dann bis morgen früh. Also, peace out, Rabbits. Bis dann. Hallo, ich fahr Doppelstin. Aber nur einen Reifen. Ja.
Jo, Schwibo 1, danke dir von vorne und herzliche Momente gehen. Ich darf mir, ne? Ja, nur ein Reifensatz. Also ich fahre nicht nur auf einem Reifen, sondern auf einem und demselben Satz, die zwei Stints.